Guten Abend. So, wir posen ein bisschen. Über ein bisschen die neuen Animationen. Sportanimationen gibt es halt nicht so viel. Neues leider. Strecken ist auch neu, ne? Naja. Jetzt weiß nicht, warum Strecken jetzt gerade unter Sport fällt. Naja. Aber es ist bei Sport. Toll. Naja, egal. Ja, schönen guten Abend. Es ist Freitagabend. Und wir haben Umzug angeblich heute. Vom Bus-Depot aus. Jetzt sehe ich OBS gerade nicht. Kurzes Freeze. Jetzt sind wir wieder da. Ja, angeblich ist heute Umzug, großer Umzugstag im Bus-Depot. Das bedeutet, dass wir ab 19.30 Uhr, ist ja schon 19.10 Uhr, im Bus-Depot helfen können anscheinend. Zumindest wurde das, wenn wir mal auf den Strecken, zumindest wurde das gestern in der Ankündigung, genau hier, angekündigt, dass hier heute der Umzug in unser altes, renoviertes Depot stattfindet, der um 19.30 Uhr losgeht. Jede helfende Hand ist gerne gesehen. Deswegen sind wir heute auch im sportlicheren Outfit. Umzugsoutfit. Wir werden ja nicht mit dem schönsten Hut und mit dem schönsten Poloshirt durch die Gegend Sachen transportieren. Was auch immer wir da machen müssen. Wahrscheinlich die Busse grundsätzlich oder größtenteils die Busse von A nach B bringen. Was anderes weiß ich noch nicht. Mal schauen. Ich würde sagen, schauen wir mal, ob wir genug Essen eingesteckt haben. Ich weiß nicht, ob ich nachher noch fahre. Oder was ich ja gerne machen würde heute, Supermärkte durchforsten nach Hemden. Ich würde mir gerne Hemden kaufen, so sommerliche Hemden für Max, wenn es da was Passendes gibt. Schön, dass wir ein bisschen eine Abwechslung zum Poloshirt haben. Unser Schrank ist ja, für das so viel Platz ist, ja relativ leer. Da haben wir noch ein bisschen Potenzial. Und gestern gar nicht so viel getrunken oder gegessen. Deswegen braucht man sich nichts zubereiten. Wir haben alles. Aber wir können uns, wenn wir dann unterwegs sind, vielleicht nehmen wir sich sicherheitshalber mal einen Rucksack mit. Dass wir dann, wenn wir Kleidung kaufen, ein bisschen was mitnehmen können. Eventuell, dass wir auch zum Supermarkt fahren. Aber da müssen wir, glaube ich, zweimal fahren. Das ist ja, wir haben einen Rucksack, der immer leer ist, und einer, wo die Badehose drin ist. Das ist der mit der Badehose, das ist der leere Rucksack. Dann nehmen wir den. Also ich hoffe, es ist, ja, leer. Ja, 8 Plätze müssen, glaube ich, reichen. Ne? Plus unsere Hosentasche. Da sollte einiges reingehen. Zumindest von dem, was man sich kaufen wollen. Ich glaube, so viele Hemden, ja, 5-6 Hemden, wenn wir haben, wäre schon nicht schlecht. Wie viele Poloshirts haben wir? Genauso viele Hemden hätte ich dann gerne, dann habe ich mehr Abwechslung. Ich nehme ja nicht an, dass es Hüte noch gibt, aber mal schauen. Wer weiß, was wir alles finden. So, Poloshirt, Polohemd steht da immer. Das ist komplett was anderes. 1, 2, 3, 4, 5. Wir haben genau 5 gekauft. Das ist ein Shirt. Das ist dieses Sakko. Das Shirt war, glaube ich, schon mal damals noch im alten Hotel. Und das pinke Sportsakko war in einem anderen Hotel, glaube ich, auch am Stadtpark. Naja. Werden wir wohl nicht anziehen. Verkaufen zahlt sich, glaube ich, nicht aus. Deswegen werden wir es da drinnen lassen. So, sonst noch was? Nein, ne? Schauen wir, ob unser Fahrrad noch da ist. Sonst müssen wir jetzt zu Fuß gehen. Was mit dem Rucksack ein bisschen dauern würde. Notfalls können wir ja laufen. Wir sind ja im Sportoutfit quasi auch. Damit kann man alles machen. Joggen, laufen, obwohl das dasselbe ist. Radfahren, Autofahren, Busfahren. Tja, ich bin heute weniger da. Das ist normal mein Rollerparkplatz gewesen. Hier jetzt steht da so ein schwarzer, keine Ahnung, was das für eine Marke ist. Vapid. Ja, Vapid. Unser Auto ist ja ein Karin, ne? Das erkennt man an dem K. Was es da noch für Automarken gibt. Es gibt ja so viele Automarken. Das ist ja wohl ein Pontiac Abklatsch. Steht aber nicht die Marke drauf. Was haben wir hier? Futo. Oder ist das ein A für Auto? Nein.
Ein Motorrad, ich glaube, da kennt man die Marke schlecht. Da hinten stehen auch noch Autos. Oh nein, alles leer heute. Na schön. Gut. Oh. So. Aber das Fahrrad ist da. Markenloses Fahrrad. Parkt doch daneben ein Rennrad. So. Oh, wir haben die Ingame-Sounds nicht aktiviert. Das funktioniert auch. Na gut. Dann machen wir uns auf den Weg Richtung Bus-Depot. Und schauen wir, was uns dort erwartet. Beim Umzug. Schaut auf da. Naja, wir haben nicht so einen Stress, wir können ruhig langsam fahren. Braucht man nicht unsere Ausdauer hier belasten. Jetzt kann man das übrigens zeigen, falls man das sich anschauen will. Wir sind jetzt am Anfang vom Stream gerade eingeloggt. Wir haben gestern das letzte Mal gespielt um circa 20:30 Uhr. Haben wir sich ausgeloggt, sowas herum. Oder war es 21 Uhr, sowas. Und wenn man das jetzt mit gestern vergleicht, vielleicht kann ich es dann, wenn ich mich daran erinnere, heute auch nochmal zeigen, vor dem Ausloggen, dann sieht man, dass das gestern viel blasser war. Und jetzt ist es sehr kräftig gelb. Ne? Ich habe das schon mal erklärt, das ist so gelb wie hier oben die Leisten. Und wenn wir dann aber gearbeitet haben, wenn man eingestempelt war, angeblich geht das nach dem Einstempeln. Wir waren gestern nur 2 Stunden oder so eingestempelt. Da war das viel blasser, als es jetzt ist. Das soll die Ausdauer darstellen. Obwohl das nie irgendwo erklärt wird, dürfte es aber so sein. Und vielleicht auch, wenn wir viel die Ausdauer verbrauchen, dass wir dann eben weniger sprinten können mit dem Fahrrad. Heißt also, dass wir dann nicht schnell den Berg hochkommen. Und gestern sind wir, ich glaube, dann mussten wir auf dieser Straße 3-mal Anlauf nehmen, um diese Straße schnell hochfahren zu können. Da muss die Ausdauer schon sehr gering gewesen sein. Wahrscheinlich auch deswegen, weil unser Charakter sehr, sehr wenig Ausdauer hat von Haus aus. Das habe ich eigentlich damals. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie ich das eingestellt habe. Ich habe das auch nicht mitgeschnitten. Ich kann ja bestimmte Charakterwerte einstellen, wenn man den Charakter erstellt. Und das war's dann. Die kann man dann nie wieder bearbeiten und nicht mal einsehen, was man da eingestellt hat. Deswegen weiß ich das gar nicht, aber ich kann mich erinnern, ich wollte den Charakter ursprünglich gar nicht sportlich machen, weil er ja alt ist. Und deswegen habe ich ihm so gut wie keine Ausdauer gegeben. Das ist mir dann trotzdem später erst eingefallen, dass man als Sportartikelverkäufer einerseits doch sportlich sein können und zweitens auch als gutes Vorbild für andere Leute im Alter von 66 Jahren, die vielleicht nicht mehr so sportlich sind. Ich meine, wie viele Leute gibt es noch, die über 50 sind und keinen Bierbauch haben? Naja, aber man kann sich ja erst später entscheiden, sportlich zu sein. Auch mit 60 kann man noch anfangen, Sport zu machen. Trotzdem würde sich dann die Ausdauer irgendwann erhöhen. Ne? Das passiert offenbar bei uns nicht, oder ich weiß es nicht. Man kann es ja nicht nachschauen, man weiß es in Wirklichkeit nicht. Naja. Schön. Uhrzeit 19:18 Uhr. Sind wir 10 Minuten vor diesem vereinbarten Termin. Mal schauen, ob schon wer da ist. Sehen wir noch bei Sonnenuntergang die Skyline von Downtown. Ist das Nakatomi Plaza? Sind wir so weit weg von hier? Da hinten ist es. Genau hinten, vor der Sonne quasi. Sonne erscheint zwischen dem Nakatomi Plaza und dem anderen hohen Gebäude. Man merkt, dass Freitagabend ist, weil draußen schon wieder Kinder rumschreien und andere Jugendliche. Und Autos hupen und so weiter. Aber ich kann das Fenster bei mir leider nicht zumachen. Weil es zu warm dafür ist. Und dann noch wärmer wird. Tja. Schauen wir mal, ob nicht eh schon die Busse alle weg sind. Ah, da stehen sie. Ah, alles noch da.
steht denn da eigentlich? Loading only, okay. Tja, vielleicht sehen wir jetzt das letzte Mal dieses Reserve-Bus-Depot. Hat man Reserve-Bus-Depot? Ausweich-Bus-Depot. Oh, sind da einige Leute da. Oh, Motor. Wem gehören die Motorräder? Das mal Platz sparen, den das Fahrrad. Achso, den Rucksack möchte ich aber gerne im Fahrrad lassen. Aber vielleicht können wir ihn ja brauchen beim Umzug sogar. Kommt halt darauf an, was zum Transportieren ist. Aber ich lasse ihn trotzdem im Fahrrad, damit ich ihn dann nicht rumschleppen muss. Muss ich aufsteigen. Ne? Oh, da ist noch ein Wasser im Handschuhfach. Das können wir aber gleich. Ach, wieder anders machen. Das können wir gleich da hinzufügen. Dann ist das Handschuhfach leer. Ich glaube, das habe ich reingegeben wegen Rotation Bug. Und den Rucksack in das Handschuhfach legen. So. Zack. Nein. Hier. Ja. Absperren. Absteigen. Hallo. Hi. Hallo. Seid ihr auch für den Umzug da? Ja. Ja. Ach, sehr gut. Also, Max, ich habe gerade gesagt, das wäre echt ein Power-Move von dir gewesen, wenn du dein Fahrrad da mittendrin auf Parkplatz geparkt hättest. Naja, ich habe mir das überlegt, aber ich glaube, ich stelle das lieber Platzspann. Ich wollte mich zu diesen Motorrädern hinstellen, aber es fällt auf, dass das nicht zusammenpasst irgendwie. Ja, das finde ich nicht. Schau dir mein Motorrad an. Mal die Motorräder. Ja. Ja. Ach, schön. Habt ihr auch einen Rucksack alle dabei? Für eure Sachen? Fuck, nee. Nein. Ich habe einen dabei im Fahrrad. Sind alle in Benutzung für Essen fürs neue Büro. Ihr Team. Also, ich könnte meinen Rucksack verleihen, weil ich habe meine Sachen schon rüber geschafft. Okay. Ja, ich. Okay. Ja, also. Ich habe meine. Ich habe jetzt nicht dran gedacht, einen Rucksack mitzunehmen, nee. Ich habe auch nur einen mit, weil ich nachher noch einkaufen gehe. Medi, ist das eins, die zwei Motorräder, die da hinten stehen, ist davon eines deines? Nee, die sind doch beide jetzt hier von... Von mir und Jody. Ach so, okay. Genau. Das deins hast du nicht, ja. Nee, meins steht noch in Sandy Shores. Ich wollte mal... auch nicht schwarz, sondern farbig. Okay. Ja, tatsächlich, ja. Ausnahmsweise mal ein Fahrzeug von mir, das nicht schwarz ist. Ach. Ich wollte mal anhören, wie sich der Motor anhört. Ach, ja, das ist geil. Die Zombie-Chopper. Ich muss ein bisschen schauen. Ah, ja. Ich wollte mir Ausgangs kaufen. Hallo. Ist zu warm für den Rest, die normale Kleidung? Geringfügig, ja. Ja. Ich kann beim nächsten Mal mit der Zombie-Chopper herkommen. Sonntag vielleicht zur Dienstberatung oder so. Ah, das wäre cool, ja. Da könnte ich es mal anschauen. Aber musst du nicht unbedingt, nur wenn es keine Umstände macht. Nö, ist kein Problem. Ich bin halt nur mit dem Zion Classic schneller, deswegen nehme ich den jetzt meistens. Ach so, okay. Es gibt ja auch schon Chopper, die ab 5000 oder so anfangen, aber ich denke, das wird wohl dann, die werden sich nicht so toll anhören wahrscheinlich dann. Ich habe auch schon mal eine Hexa gehört. Sind das Hexas da vorne? Nee. Ach so. Na gut, die ist auch nicht schlecht. Also macht auch schon Spaß, aber als ich die Zombie-Chopper gehört habe, wow. Okay. Also da gibt's eine Gänsehaut. Dann werde ich wohl auf sowas sparen müssen. Nee, aber von der Alder Street war es deutlich kürzer, oder Maddie? Ja, das stimmt. Das aber dafür kann man von Sandy Shores aus direkt auf den Highway und einmal durchfahren. Das ist auch nicht schlecht. Okay, ja, stimmt. Ja, ich meine. Weil das fehlt, ich biege ab auf die Straße vom Parkplatz runter und fahre einfach geradeaus, biege rechts ab und dann bin ich hier auf den Hof dann. Ja, okay, ja. Dann 20, mit dem Motorrad 20 Sekunden. Ja, okay. Also ich fahre jetzt, was habe ich jetzt gefahren? 7-8 Minuten, glaube ich, waren es jetzt mit dem... Was? Oder? Wo lange? 7?
Na gut, nee, stimmt, muss weniger sein. Genau, ich bin ja schon eine Weile hier. Ich komme von Palito her. Ich bin ja 20 hier angekommen. Dann waren es. Nee, da müssen es 5. 4, 5? Ja, stimmt. Ja, klar, ist ja schon. Ich bin ja schon doch ein bisschen hier. So. Wie läuft die Planung mit dir? Tja. Geht so. Also ich habe jetzt erstmal hier Madani Records angefragt. Ich weiß es noch nicht. Müsste ich mich bei Controlling mal einloggen, ob die geantwortet haben? Nee, haben noch nicht. Okay, schade. Dann habe ich bei Prince Nemo angefragt und bei Larfist. Und mal gucken. Ja, das Blöde ist ja nicht geantwortet. Das Blöde ist, ich habe gesehen, dass jetzt auch am gleichen Tag natürlich auch eine neue Eröffnung ist oben von Eagles Motorsports. Bei Mission Row PD in der Nähe, da war ich gestern. Immer kurz rein. Da denke ich mir, super geil, wieder mal. Einstempeln. Schau mal kurz, was ist denn da alles im Kühlschrank? Da so viele Sachen drinnen. Ich meine, mehr kann man nicht spielen. Ja, gut, aber das, na klar, die Sachen schon, ne? Sag mal, eigentlich, wenn ich jetzt meine Dienstkleidung hier mittransportiere, wie viel Platz hat denn das? 1, 2, 3, 4, 5. Das ist schon fast der ganze Rucksack voll. Also, da müssen wir einmal mit dem fahren. In dem Kühlschrank war gestern nichts mehr drinnen. Das haben die offenbar gestern dann schon gemacht. Was ist denn dann noch zum Schleppen? Nur theoretische Sachen, ne? Das ist schon leer. Eigentlich nur Sachen, die man nicht spielen, die man nicht. Wo es keine Mechanik dazu gibt, ne? Also Büro, Material, Ordner, Kästen und so weiter, aber das gibt's ja nicht wirklich zum Nehmen. Das kann man ja nur spielen. Also was haben wir da jetzt dann? Große Rucksäcke. Aber 1200 für eine Viertel? Also das ist ein normales Programm halt, ja. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Oh, das ist ein guter Stunden, und die auch gerne. Ja gut, dann überlege ich mir das vielleicht noch, ob ich den. Weil er soll ja gar nicht der Main Act werden. Naja. Vielleicht gibt es ja noch andere Interessenten. Aber ich habe auch noch diese Zoe. Nee, Faye McCarthy heißt die. Interessante Stiefeln, die Maddie da zusammen. Hat. Die sind ja bei Madani unter Vertrag. Und ah, auch die Leute Stiefel. Gut. Naja, mal gucken, was die verlangen. Mhm. Könnten sich aber ruhig mal langsam melden. Und ja. Ich möchte ja auch gerne einen Flyer fertig machen. Ich habe im Moment einen vorbereitet, aber da fehlen jetzt noch die ganzen Zeilen für die Künstler, die bei uns auftreten. Ja. Oh Gott. Hast du dich verschluckt? Nee, alles ein bisschen Mischung aktuell. Ich würde es dann in der großen Runde ansprechen. Wenn ihr eure Spinde leer habt, sagt mir Bescheid, dann lösche ich die aus dem System raus, dass wir wissen, okay, wir sind noch von denen und den Spinde da. Mhm. Okay. Genau. Ansonsten gib mir doch nochmal den Rucksack. Du meintest ja, du hast einen übrig. Dann packe ich da schon mal meine Sachen rein. Wer jetzt? Martin? Was? Du hattest doch gesagt, da ist noch ein Rucksack über. Wir haben auch zu nur den Emperor, da können wir, da passt auch noch viel rein. Können wir den zu nur auch nutzen. Ja, ich kann auch in meinen Kofferraum auch noch Sachen packen, so ist es nicht. Ich habe auch noch einen Rucksack. Kannst du auch kriegen. Ach ja. Wir machen aber nur die Sachen von den Leuten, die heute da sind. Also die anderen müssen dann sich selber kümmern. Mit dieses Rumgetrage im RTP, das ist so nervig. Um was geht's nochmal? Ich war gerade in der SMS vertieft. Die Sachen, die in den anderen Spinden sind, meinst du nicht? Können die Kollegen mir selber machen. Das haben wir einmal gemacht, das ist so nervig, dieses Nährgeräume. Aber das könnt ihr selber machen. Okay. Wir können ja mal schauen, wer alles da ist oder wie viele da sind. Das Ding ist halt, es darf immer nur einer gleichzeitig im RTP sein, ansonsten verhauen wir uns die Einstellungen. Das ist das Problem daran. Wenn wir jetzt sagen könnten, wir könnten mit 10 Leuten da gleichzeitig ran, wäre es also nicht das Problem. Also wegen den Spinden umrichten jede Sache einzeln machen. Okay. Das ist mir auch kompliziert vor. Also die Spinde im 9. Bus sind schon alle angelegt, also
wieder nach den Dienstnummern. Ja. Ja. Hallo. Hallo. Hi. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Hi, na. So. Wer sind Sie denn? Ungewohnt, ne? Ja, auch so ein Landstreicher hat sich dazu gestellt, ne? Haben wir jetzt hier einen Tiefdubel? Weiß auch nicht. Kann ich ihn noch gerade umziehen? Zeichnet so ein Geschäftsführer aus Landstreich. Ich hol mal meinen Rucksack vom Fahrrad. Ist. Aber die optisch schauen die auch gut aus, diese Chopper hier, ne? Aber der da hinten schaut sehr, sehr gut aus. Das ist, glaube ich, so einer, den ich im Regisseurmodus mal gefahren bin. Bin mir aber nicht sicher. Aber ich möchte mir unbedingt anhören, wie das 22.000 Dollar Motorrad von Maddie sich anhört. Dann habe ich mal einen Vergleich sozusagen. Kleidung anziehen. Dann weiß ich mal, wie sich ein Chopper anhört und dann kann ich weiter vergleichen eventuell. So, Katze, wo bist du jetzt hin? Die sollen dann, also ich habe mir das so überlegt, bei dem Einfahrt zum Parkplatz sollen die beiden dann stehen und den anderen, die andere Zufahrt hinten, würde ich platzieren mit einem Bus. Und da habe ich schon mal geguckt, es passt dann ja, nur ich eins. Ich könnte jetzt mal aus dem Auto holen, Moment. Guten Tag, hallo. Ist das so geplant? Steht doch im RTP so drin auch. Ja, genau, das habe ich schon so eingetragen. Genau. Und die Ausfahrt für die Busse müssen wir ja für den Linienverkehr freilassen. Ja, aber ich denke, wir machen das mit dem Linienverkehr erst ab dem... Ja, lass uns jetzt mal am 19. Tag. Das war vorher, also an dem Tag selber noch... noch normal machen, so ich über... Den ja, das also ist die Frage, ne? Wir fahren ja aber trotzdem... Wir müssen ja trotzdem hier losfahren. Bitte schon. Ja, man kann den Bus auch dann schnell aus dem Weg fahren. Also so, hi zusammen. Wenn man Bürgersteig stellt hallo. Und dann hallo. Nach vorne fährt. Nur, dass man halt nicht, dass die Fußgänger da reinlaufen. Ach so, jetzt weiß ich, wie du das meinst. Ja, stimmt, hast recht, wir fahren ja normalerweise nicht übers Depot. Ja, ist richtig. Stimmt, hast recht, ja. Busi, ja. Foto das Kommentar, aber... Ich höre Tilo, aber ich sehe ihn nicht. Ja, das ist ja, ein Gag hier schon, Andrea. Das gab schon mehrere solche Äußerungen. Ne? Ja, so warum hat Tilo eigentlich einen Bauch? Ohne seinen normalen Anzug bzw. Mantel. Wie geht das? Busfahreruniform gesehen. Ich kann meinen Körper nicht. Das erste Mal. Ja, bei den aktuellen stickigen Luftbedingungen hier, da ist. Das ist das Hemd, das ist so macht. Ne? Also sehr sexy finde ich diesen. Ja, wie nenne ich es mal? Monchi-Ski-Haarschnitt. Also cooler finde ich eigentlich seine Stiefel. Was? Haar größer machen? Ja. Ja. Gut, ich würde sagen, wir bringen jetzt erstmal. Wie viel sind wir insgesamt? Drei! Seit wann können wir Kreise? Das wäre langweilig. Eier, wir machen Eier! Eier, genau. Du bist Layla das Eigelb, du bist das Eigelb! Also, Layla kriegt nichts mit. Ich würde sagen, wir schnappen uns erstmal. Ich fahr den lilanen. Blauen. Genau, erstmal die Klamotten erstmal für jeden zusammensuchen, dann fahren wir schon mit allen Bussen einmal rüber. Parkordnung machen wir erstmal so wie in dem alten Depot und korrigieren das dann später danach. Okay. Und wenn okay. ihr euren Spend hier leer habt, sagt mir Bescheid, dann nehme ich den aus dem System raus, also den hiesigen hier. Okay, genau. Martin, mein Spend ist leer. Ich würde schon mal im Bus vorfahren, weil ich bin gerade kurzfristig relativ schlecht angebunden. Ja, alles gut. Ich fahr schon mal einen rüber, komm dann wieder. Alles klar. Spind ist schon so weit drüben aktiv, oder? Ja. Ich würde auch dann schon einen Bus rüberfahren, weil ich bin auch kurz angebunden. Ja, ich auch. Gut, dann. Also die es eilig haben, Jordi, du weißt ja auch, wie die Sachen sind, kannst du das Fahrrad schon zeigen, ne? Okay. Ja. Ich hab dich da schon voll, aber ich kenne mich auch aus dahinter. Gut. Solange ich Zugang habe. Ja, ja, also Zugang sollte für alle vorhanden sein. Wir sehen, ich brauche da nochmal kurz den Spruch, du musst da. Gut, dann. Auf zu den Spinden. Hat jetzt noch einer einen Rucksack übrig? Ja, der spinnt. Ne, ich hätte auch noch einen, wenn jemand einen braucht. Ja, ich bräuchte... Ach, Tilo, das bist mein.
Zählt das jetzt zur Arbeitszeit? Also ich habe mich eingestempelt. Okay. Würde schon sagen, ja. Ja, würde ich nämlich auch eigentlich, aber... Huch. Natürlich zählt das zur Arbeitszeit. Das ist für eine Frage. Ach Mist. Komm ich da nicht drum spinnt? Achso, Blödsinn. I. Immer wieder dasselbe okay, Fehler. Jetzt ist ja alles besetzt. Warte mal, ich muss hier mal vorbei. Wer schlank ist, kommt auch durch, aber das darf man nicht sagen. Ich hätte noch Platz im Rucksack, falls jemand nicht alles Plätze auf die Hand bekommt. Ich habe auch noch 3 Plätze im Rucksack. 1, 2, 3, 4, 5, ja. Okay, mein Sack ist leer. Nee, mein Platz ist leer. Meiner ist auch. Okay, Tilo. Ja, das wollten wir alle wissen. Oh, ja. Ich hoffe, ich muss mal das nicht merken, aber wir haben 21 und Schließfach 22. Auf den Dreher. Geh doch rein. Auch wenn. Schon wieder. Auch wenn ich zuerst rauskam, Tilo hat zuerst die Tür versucht aufzumachen. So, wo ist Martin? Oh. Martin. Muss man jetzt Bescheid sagen, dass der Spind leer ist. Ja. Ja, dann lösche ich deinen auch hier raus. So, meiner ist auch leer. Hilo, Andrea, die nächste Tür auch noch in die Nase bekommen. Und mein Spind ist auch leer. Jo. Meine auch? Jo. Alles klar, gut. Dann könnt ihr schon mal zum... Ob zu den Bussen. Und zum neuen Depot. Okay. Alles klar. Okay. Zu den Bussen. Genau. Hui! Na, wer hier über? Oh, ein Bild. Wie zu den Waffen, zu den Bussen. Ja. Die Busse sind unsere Waffen. Oh, sind denn noch genug da? Okay, der fährt weg. Schwarz ist noch da und ich glaube, da hinten war noch ein Nordbus und der Grüne ist auch da. Voll Nordbus schaut schon so aus, als wären die weg. Nicht niederführen. Es geht leider sehr langsam wegen dem Rucksack. Ah, Nordbus wäre dann auch noch da. Guten Abend, Rob64. Vielen Dank fürs Reinschauen. Gut, die macht's richtig, die Layla, die läuft. Das ist eine blöde Mechanik, ne? Sobald man einen Rucksack hier anhat, quasi, geht man um ein paar Prozent langsamer. Obwohl der Rucksack, auch wenn er leer ist, geht man langsam. Wir haben ein bisschen was drinnen, aber ist nur Kleidung drin, ne? Tja, wir haben großen Depotumzug jetzt gerade, weil jetzt gibt es endlich unser neues Depot. Wir ziehen jetzt von dem Reserve, wie sagt man, Ausweichdepot in das neue Depot um, das umgebaute Depot. Sind gespannt, wie das ausschaut und was es dort gibt. Haben wir gestern schon ein bisschen was erfahren. Also angeblich hat auch die Taxifahrer das mitnutzen dürfen und dass eine neue Haltestelle jetzt am Depot quasi eingerichtet wird. Oh, da ist der Schranken kaputt. Ich glaube, das ist ein Bug, den nur wir sehen, dass der kaputt ist. Ich glaube, sie, also quasi ein Desync. Es muss nicht sein, dass sie wirklich dagegen gefahren ist. So. Ja. Schaut es bei dir aus, Rob, vom Wetter her? Regnet es bei euch? Heute kein Grillen dann? Obwohl, es ist bei uns ist auch schon wieder Sonnenschein und warm. Es war eigentlich nur kurz mit Regen heute. So, links rüber. Und dass man niemanden niedermähen. Jetzt transferieren wir quasi gerade die Busse rüber ins neue Depot. Und auch die Kleidung vom Spind und so weiter. Da sind wir schon.
Ja. Wir fahren normalerweise rückwärts ins Depot. Ich glaube, das ist auch das Bessere. Wieder mal einparken haben wir schon lange nicht gemacht, weil wir schon lange nicht mehr da waren. Das ist der letzte Citybus, den ich jetzt habe. Den stellen wir natürlich so hin. Weil Parkordnung ist die alte, haben wir gesagt. Hat Thilo gesagt. Dann stellen wir sich da her. Ne? Ein bisschen schief. Will die Katze raus, ne? Das habe ich mir so gedacht. So, und den haben wir immer so hingestellt. Weiß ich gar nicht, wie gesagt. Ich glaube so ungefähr bei dem, bei diesem Kanaldeckel hier. Ach, passt schon so. Abstellen. Absperren. Katze rauslassen. Kurzen Moment. Nice. Oh, Abfluss reinigen ist auch eine schöne Wochenendbeschäftigung. Muss ich zum Glück nicht machen. So. Er muss auch mal sein, ne? Tja. Der grüne Bus. Der ist noch nicht umlackiert worden anscheinend. Ich weiß gar nicht, der dann für eine Farbe bekommen wird. So, wir können da jetzt reingehen. Das fängt schon mal so an mit dem Depot. Dass man da reingehen kann. Und da haben wir diese ganzen Anzeigetafeln. Aber ein Kunde weißt du, ne? Welcher jetzt genau, weiß ich noch nicht. Ja, okay. Ja, ja, da hinten ist das, aber. Okay, da kann man gar nicht reingehen. Max, komm mal kurz holen. Was, wie? Ah, jetzt geht's auf. Oh, komm rein. Ah, danke. Du müsstest auch die Tür aufmachen können eigentlich. Ja, okay. Muss ich dann schauen, wie das geht. So. Ziemlich groß hier, ne? Hm. Ich bin ungewohnt. Ja, wo geht's denn zu den Spinden dann? Machen wir gleich. Wenn wir okay. Muss ich okay. Alles hier merken. Okay. Mal hier. Hallo, ich brauche eine Krankenversicherung wegen Schiebetüren. Ja, wie macht man eine Schiebetür? Dann wahrscheinlich mit E, ne? No, nicht wirklich. Passiert doch eigentlich nur Vampiren. Ja, düdüdüd, gemacht, puff, zu. Hm. Lizzie, bin ich ein Vampir? Geht's automatisch auf. Nein. Weiß ich nicht. Hä? Wahrscheinlich mit E, aber. Da muss man ein bisschen warten. Manchmal reagieren die Türen ein bisschen langsam und immer nur alleine durchgehen. Nee, genau deswegen. Oh, Lizzie, ja, das wird auch lustig werden mit den Türen. Wenn man es eilig hat. Wir hatten doch gesagt, 18:30, 19 Uhr. Gut. Was? Wunderbar. Dann, mehr oder weniger bis morgen und euch noch sonst einen schönen Abend. Jo, bis denn. Also. Tschüss. Ciao. Ciao. So, Gerda muss jetzt alles mit zum Ausweichdepot. Ich hab von dort nichts mehr. Ja, nachher wieder. Ich muss auch mit. Wer hat jetzt alles schon seinen Kram in die Spinde gelegt? Hier. Ich. Harry, Jody, Andrea, Lizzie, du auch schon? Nein. Okay, gut, dann folgt mir mal. Lizzie kennt doch das Depot. So, also erstmal noch für die, die es jetzt nicht gesehen haben. Das ist ein Bus, schau mal. Ach cool. Hier ist halt unsere zukünftige Leitstelle. Oh. Wir werden hier in den einen von den Schränken noch einen Erste-Hilfe-Kasten reinpacken, wo auch alle drauf Zugriff haben für einen Notfall. Nur wenn da irgendwie was ganz dringend ist, ansonsten lagern wir die weiterhin bei uns in den Räumen. Genau, hier wird also quasi die Leitstelle sitzen und Informationen. Na, schön geräumig. Die Anzeigetafeln, ne? Hier hinten haben wir die Sanitäranlagen, da bekommen wir dann auch noch männlich und weiblich Türen, sogar. Also nicht wundern, da sind aktuell noch ein, fehlen noch ein paar Türen. So. Also angeblich sollen die Taxifahrer das mitnutzen dürfen. Das erklärt wahrscheinlich die Größe, weil sonst wäre das viel zu groß, dieser vordere Aufenthaltsbereich.
So, ne? Könnt ihr schon mal, die Spinde sind hier in der Tür da. Könnt ihr schon mal durchgehen. Und dann fahren hier. Wir jetzt immer von hier ab, habe ich richtig verstanden? Noch nicht. Noch nicht, okay. Aber dann, wenn das irgendwann soweit ist, okay. Ja, genau. Ah, dann wird es wahrscheinlich nochmal gesagt. Wenigstens nicht. Taxis sollen dann doch auch, glaube ich. Ha, endlich heißt der Schließfang auch 21 als Äquivalent zu unserer Dienstnummer. Gleich, ja. Ich wusste nicht, dass ihr euch hier versteckt. Ich habe jetzt vorhin eine Nadel mit den anderen. So, okay. Alles drin. Das ist eigentlich offiziell das Chefbüro, aber ich finde das nicht so schön. Gestempelt sind wir noch. Da kann man sich auch ein- und ausstempeln. Ja, cool. Jetzt schauen, was da drin ist. Duschen! So, ha! Es gibt also, Duschen! Kann man spielen nämlich, dass man sich duschen kann. Geschützt. Also dieses Büro hier hinten, das sind, ach, stimmt, sind nicht wieder da. Jetzt sind wir, glaube ich, vollzählig, ne? Das ist der Max. Genau. Also da wäre ich dann eher dafür, dass man nochmal den umgestaltet, weil ich weiß nicht, ob man den wirklich braucht. So, dieses Büro hier links, das werden wir nutzen, wenn wir mal wirklich Gespräche machen wollen, die wirklich privat sein sollen, wo jetzt nicht unbedingt jemand mit zuhören oder zugucken muss. Das heißt, das ist eher, Andrea möchte jetzt auch ganz gerne für sich nutzen, hat er gemeint. Okay. Kann er gerne machen. Was, dieses Büro oder was? Hier werden wir zukünftig unsere Besprechung abhalten. So wahrscheinlich, dass der Raum da drinnen noch. Da hinten sind noch Toiletten. Mhm. Genau. Nach der Umkleide ist ja die Dusche, habe ich gesehen. Genau. Mhm. Das ist gut. Kannst du joggen gehen, Max? Genau, ja, kann ich Sport machen, mich da duschen, super. Sind mittlerweile schon die Klotüren für die öffentlichen PCs da? Noch nicht. Nee, noch nicht. Aber ist das schon Bescheid gegeben worden an Meckel und Ols? Ich weiß es nicht. Martin, das wolltest du ja machen, ne? Nee, noch nicht. Weil dann müsste auch noch hinten angegeben werden, dass für die Werkstatt die eine Tür, das Schloss noch nicht stimmt. Und du meintest, der Industriegrill funktioniert auch noch nicht, ne? Ja, genau. Aber das wird wahrscheinlich auch so bleiben. Was? Ja. Die Information habe ich heute bekommen. Die nicht kennen. Oder ich zumindest nicht. Also wir werden hier nur Sachen aufwärmen können. Wir dürfen hier nichts selber zubereiten. So. Also ja. Dürfen, schrägstrich können, aus Gründen. Okay. Lizenzgründen. Okay. Genau, dann zeige ich mir mal das Controlling-Büro. Thilo? Ja. Ich würde dann auch gehen, weil mir kommt der Schädel. Ja, alles gut. Dann bis wieder, ne, Martin? Ja, ciao. Ich krieg's noch den Rucksack wieder, bitte. Dankeschön. Wunderbar. So, und dann zeige ich mir noch das Controlling- und Geschäftsführungsbüro. Kopfwerbung, Polizeiwerbung. Aha. Auch interessante Stufen. Habe ich Angst, dass man da durchfällt. Ja, da habe ich nicht mehr. Ja, dann weg mit dem Ding. Habe ich Angst, dass man da runterfällt. Ja, was soll ich den dann hinnehmen? Oh. Hatte gerade ein bisschen Angst. Ihr braucht ja keine Angst, haben hier das Plexiglas davor, da passiert euch nichts. Ach so. Ich hab mich nicht. Das ist genau so, als ob wir da runterfallen können. Nee, ihr könnt euch hier schön die Nasen drücken, da passiert nichts. Wenn dann irgendwann dann die mit unten die Fahrgäste rumlaufen und wir stehen hier so in der Reihe da. Schon, ihr schubst mich gleich runter. Und schauen die dann so. Oben an. Ja, was sagst du jetzt? Das ist jetzt hier was? Ehrlich, das ist Geschäftsführung und Controlling. Mensch. Also für das. Gut geputzte Scheibe, ne? Guter Putzservice hier. Ja, ihr könnt euch hier natürlich auch umtreiben, wenn ihr das wollt. Okay. Aber halt Büro, ne, wie wir das halt über das andere Büro ja auch hatten, ne? Genau. Genau, so, das ist quasi das. Da hinten ist noch die Kantine, da könnt ihr auch, ich habe euch die Berechtigung gegeben. Da könnt ihr euch auch Sachen reintun, hier mal wieder gut aufgefüllt. Und da auch nochmal die Bitte, ne, wenn ihr wirklich halt euch an die Kosten beteiligen wollt, gerne. Mal ein bisschen was überweisen. Adresse bzw. die Kontonummer von hier steht eben in Mitarbeiterinformationen. Also das ist da ganz gerade durch da hinten, oder was ist das? Ganz gerade, genau. Dahin. Die Snack Area. Genau. Ja, okay. Gehen wir da auch nochmal hin, oder? Können wir auch machen, ne? Wir sind auch gerade eigentlich gerade auf Toilette, deswegen warten wir mal kurz. Ja, können wir können auch so hingehen, die sehen uns. Rübergehen. Oder? Ja? Ich glaube, das ist unsichtbar. Geh da mal runter, ne? Ja. Fangt ja schon mal gut an, dass die Leute wieder unsichtbar werden. Das passiert normalerweise nur auf großen Festivals, wo sehr viele Leute auf einem Haufen sind.
auch noch schwer zu tragen, Max, ne? Ja. Na, eigentlich ist der Rucksack schon leer. Ja, Schlüssel funktioniert. Also man muss die Couch denn nicht eigentlich in das Büro für Privates? Habt ihr das jetzt alle mal probiert, ob euch die Schlüsselkarten funktionieren? Ja, hab ich vorhin schon. Ich hab's auch vorhin schon probiert. Okay. Max, bei dir klappt's auch? Ja, wo meinst du, bei den Bussen oder bei der Tür? Ja. Bei der Tür. Das dürfte funktionieren, ne? Naja, ob du auch mal abschließen kannst, meine. Achso, warte mal. Ob du das zuschließen kannst. Ja, es ist irgendwie. Ja, jetzt geht's, ja. Jetzt geht's, okay. Gut, wunderbar. Gut, dann gehen wir noch in die Kantine. Die Tür ist zu oder offen? Ich habe es zugemacht, glaube ich. So. Ah, okay. Weil wenn wir jetzt hier hinten wechseln, dann wieder zumachen. Ah. Ach so, funktioniert das. Ah ja, okay. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, wo schließt man normalerweise Türen auf und zu, ne? Den Bus sperrt man wieder, oder das Auto sperrt man mit L auf und zu. Das ist auch immer blöd, ne? Warum es eigene Tastenkombinationen gibt. Nahrungsmittel eindecken und reinlegen. Dann halt nur auf Anfrage. Also bis jetzt weiß ich nicht. Keine Ahnung. Tino, bleibt dieser Bereich immer offen hier? Ist er für die Öffentlichkeit allgemein immer zugänglich? Wir machen tagsüber. Wir klären sowieso alles nochmal am Sonntag. Jetzt schon mal grundsätzlich, was ich vorhabe. Also, der Bereich hier, der komplette Bereich ist öffentlich zugänglich. Der bleibt immer offen. Das bedeutet, dieser Bereich hier, das soll nicht nur unser Busdepot werden, sondern der zentrale Omnibusbahnhof Los Santos. Das bedeutet, hier vorne wird zumindest Downtown Cab, hat schon zugesagt. Dort vorne wird Downtown Cab sich positionieren mit ihren Taxen. Und Downtown Cab wird bei Events, wird hier quasi der zentrale Umstiegspunkt sein, dass wir quasi die Event-Shuttles hier starten. Das wird dann übrigens in dem Bereich D passieren. D wie in Event? D wie Dora. D wie in Event. Und genau. Dann werden wir hier Folgendes machen, dass wir mit den nächsten Fahrplanänderungen, die ab 20. dann in Kraft treten, die werden wir die nächsten Tage auch noch, wie gesagt, am Sonntag dann öffentlich mit euch besprechen, wird es so sein, dass die Nord 1 auf H abfährt, die City 1 auf G, die City 2 auf F und die Nord 2 auf E. Das bedeutet, die Fahrgäste haben hier die Möglichkeit, um 0 und um 30 ganz einfach in die Busse umzusteigen. Und genau. Und wir haben hier quasi die Möglichkeit, wenn wir überhaupt mal Pause machen wollen, Mathe auf Toilette wollen, dann müssen wir nicht hier mal in dieses komische Hotel gehen, was am Stadtpark ist, sondern können das hier machen. Und oder wir können Park selbst. Mit Lebensmitteln eindecken. Genau, ja, oder so. Und wir haben natürlich gut mit den Lebensmitteln. Und wir haben natürlich die Möglichkeit, dass wir jetzt mal mit den Fahrgästen, mit den Taxifahrern ins Gespräch kommen können, wenn wir mal Pause machen möchten und ähnliches. Genau, das ist also der Hauptpunkt, was ich hier ausmachen möchte. Es gibt aber eine ganz schöne Rangiererei dann hier mit den Bussen, ne? Ja. Vom Parken dann zum Liniendienst? Wir stellen das sowieso nochmal an. Das ist jetzt nur jetzt provisorisch hier, dass das so, wie es jetzt geparkt ist, ne? Ach so. Das war jetzt nur, weil die Kollegen wissen halt, ihr wisst ja, wie ihr bisher parken musstet. Das heißt, ja. Genau. Und die Busse bleiben dann auch so stehen. Also auf den ersten vier Positionen bleibt das ja so. Und die anderen, da stelle ich nachher auch nochmal um, nur dass wir jetzt erstmal für den Umzug das so schnell hinbekommen haben. Da würde ich euch jetzt nicht schon mit den Sachen überfallen. Oh, das wird interessant. Genau, ich warte eigentlich, ihr seht das ja, wenn ihr mal mitkommt. Yes.
Ich hatte eigentlich vor, das auch so zu lassen, mit den zwei Abständen hier. Das ist die ursprüngliche Planung. I-G-A-C. Mhm. I-G-A-C. Wenn ihr hier aber mal guckt. Es ist halt für die Fahrgäste doof, wenn die hier nur sehen, hier geht's nur bis D. Und der hintere Teil ist halt nicht sichtbar. Mhm. Umgedreht. C, D, E, F. Das ist umgedreht, wird oder wie? Was umgedreht? Und das A da anfängt, dann. Wir haben ja hier keine 8, wir haben ja hier nur 5, ne? Mhm. Der hintere Teil ist ja nicht öffentlich. Ja. Genau, ne? Deswegen, also bei der ursprünglichen Planung habe ich halt gedacht, okay, wir machen halt wie üblich, ne? Halt G für die, was habe ich da eingetragen? Glaube ich Nord 1 und die anderen halt jeweils mit einem Abstand, ne? Mhm. Das funktioniert aber nicht. Auch dadurch, dass wir hier nur 5 Möglichkeiten haben zum Parken. Das heißt, das habe ich nochmal abgeändert, das haben wir dann lassen. Und dann, ja. Dann ist A, B, C, D, E, F, G, S, ne? Wie gesagt, wir haben das heißt, auf H wird nachher gar keiner mehr stehen, ne? Auf H kommt die Nord 1. Also ich dachte, man fängt hier mit G an. Nein, das passt nicht. Ach so? Weil wir brauchen ja noch ein E soll dann zum Beispiel, nee, D soll dann für Dings sein, für Events und Shuttle Service. Ja, weil das Problem ist, bei H, der muss ja immer so quer stehen, damit man hier kann, rauskommt. Der kann gerade stehen. Ach so? Hab ich alles ausprobiert. Okay. Ist ja der Nordbus. Alles schon probiert. Aber H steht gar nicht Nord. Nord steht auf G. Ich hab mir da schon Gedanken gemacht, keine Angst. Gut. Genau, und es wird auch so sein, dass die Busse nicht mehr so stehen, wie sie jetzt stehen, sondern mit der Front quasi Richtung Depot, damit die Fahrgäste nicht so weit laufen müssen. Also es muss noch umgeändert werden, weil A gibt's ja nicht und C also das passt. Gibt's da auch nicht. Genau. Ich werde das nachher noch umstellen, dann seht ihr das auch. Das wollte ich jetzt noch nicht machen, wenn wir jetzt umziehen. Und dann fährt man hier trotzdem raus. Ja. An der Seite, also rückwärts genau. Raus dann immer quasi. Vorwärts. Dann, ja. Vorwärts? Ja, rückwärts. Ja, rückwärts, genau. Ach so. Genau, also wir kommen quasi von der Seite, fahren hier rein und auf der Seite hinten raus. Ach so, wir fahren darum raus. Verstehe. Okay. Einmal rum, genau. Okay, ja, das ist cool. Genau, das ist halt ein bisschen einfacher, weil wir dann nicht immer so viel an der Straße da drüben wenden müssen. Mhm. Das ist doch manchmal ein bisschen zu brenzlig in der Situation schon, zumindest wenn ich gefahren bin, teilweise gefüttert. Deswegen machen wir das so. Das ist blöd im Linienbetrieb, wenn da eine Station ist, dass man da rangieren muss. Wo wir uns noch Gedanken machen zu müssen, das werde ich allerdings am Sonntag besprechen. Dann in der großen Runde mit allen, ist, ob wir, also wir haben zwei Möglichkeiten, wie wir fahren können. Einmal haben wir die Möglichkeit, dass wir hier einen Hauptumstiegspunkt machen und danach nochmal jeweils um 31 am Stadtpark. Das führt dann aber dazu, dass wir bei einigen Sachen ein bisschen Umweg fahren. Das hat zwar nur geringe Auswirkungen, das passt auch von der Zeit her. Es ist halt die Frage, inwiefern das hier in der Stadt angenommen wird, der Punkt hier. Da habe ich nämlich meine Zweifel. Ja. Das heißt, da müssen wir uns das mal überlegen. Da machen wir am Sonntag dann mal Brainstorming, wie wir das machen, weil ich bin mir da selber absolut unsicher. Also da könnt ihr euch gerne mal Gedanken auch mal machen, was ihr besser fändet. Theoretisch ist ja zum Beispiel die Nord 1, die da den Umweg machen würde, richtig? Ja. Das sind fast alle Linien, vor allem die Nord 1 betrifft es, ja. Genau, also dann einfach dann den Stadtpark ans Ende einfach setzt. Dann passt es aber mit der Zeit nicht. Aber du hast recht, wenn wir den Stadtpark so erstmal beibehalten, dann wird wahrscheinlich dieses Busdepot als neuer zentraler Umsteigepunkt nicht so angenommen. Mhm. Ja. Das Problem sehe ich auch, weil welchen Grund hätten die Leute, wenn wir weiterhin wie bisher dort halten, hierher zu kommen? Ja, korrekt. Die Überlegung habe ich nämlich auch. Ja, weil das Z eigentlich auch nicht zutrifft. Es ist nicht zentral hier. Ja, Otis, es ist nur meine generelle Abkürzung. Zentraler Omnibusbahnhof ist für jeden ist bekannt. In vielen Städten ist der zentrale Omnibusbahnhof nicht in der Mitte. Ja, ja, das kriegst du ja gar nicht hin. Musst ja nach den baulichen Gegebenheiten. Ich wollte nur darauf hinweisen, dass vermutlich es eher nicht angenommen wird. Aber
Ja, solange man den Stadtpark beibehält, wird das wirklich schwieriger. Ja. Also, da könnt ihr euch ja ein bisschen Gedanken machen. Schon mal, ich sehe das ähnlich wie du, Thomas. Von daher würde ich halt auch generell die Variante bevorzugen wollen, dass wir das entscheiden. Also, dass wir sagen, wir sparen uns diesen Umweg mit 31 am Stadtpark halten. Sondern generell hier 0 und dann auf die Linien gehen. Finde ich besser. Genau. Aber das können wir uns ja dann am Sonntag mal bequatschen. Finde ich aber die sinnvollere Variante. Aber hier haben wir ja auch eindeutig mehr Umsteigemöglichkeiten. Also wenn die Leute mit dem Auto bis hier fahren oder keine Ahnung. Oder hier sind Parkplätze, hier gibt es Taxis. Genau. Ja. Ich genauso. Sind am Stadtpark ja rar gesät. Okay, ich merke schon, weil bei euch, sie seht das genauso wie ich, finde ich gut. Finde ich schön. Bei was, wo ich nicht großartig diskutieren muss, wunderbar. Ich sehe das nämlich alles genauso. Ja, und beim Stadtpark kann ja ruhig LS Taxi dann weiterstehen. Das machen die ja, glaube ich, bisher ganz gerne. Und die Leute hierher fahren für 8 Dollar? Wenn die das wollen. Ja, LS Taxi, muss ich leider sagen, hat sich bisher überhaupt nicht geäußert. Also, müssen wir da mal gucken. Okay. Kennt jemand die beiden von euch da? Sagt mir jetzt erstmal nichts. Nein, ich musste eben dringend auf Toilette. Haben wir diesen Bereich hier vorne, wo dieser simulierte Bus hier oder dieser. Was ist das hier? Das ist die Leitstelle. Ach so. Und wenn Informationen gewünscht sind, halt, ne? Genau. Also hier kann man sich die Leitstelle sich dann hinsetzen und dann sagen: Ja, hier, guck mal, da. Kann man da mit der Leitstelle quatschen? Ich sehe da noch, welche Busse wo wie sind. Ja, ist das dann zukünftig Pflicht als Leitstelle oder kann man immer noch mitfahren? Ihr könnt natürlich auch immer noch mitfahren, ist gar kein Problem, klar. Ja. Ihr seid ja auch. Gut zu wissen, kann sein. Nee, ihr wisst, ich bin nicht so Fan von so mega vielen Pflichten. Okay. Zumindest nicht, wenn sie es vermeiden lässt. Das ist gut. Genau. Nee, ihr könnt euch da wohl weiterhin entsprechend natürlich auch gerne mitfahren. Ihr solltet euch auch ein bisschen kennenlernen. Das ist ja auch Ziel der Übung. Das heißt aber, die Tür hier zu diesem Bereich hinter diesen, die ist verschlossen normalerweise. Die ist dann nur für Personal. Also, welche? Ja, hier hinter diesem Bus hier. Hier drinnen, die beiden? Das ist also ein Durchgangsbüro. Der ganze Bereich bleibt hier offen. Nur also, nur ich meine hier diese Tür hier. Der bleibt. Die ist offen. Die lässt sich auch nicht verschließen. Ach so, okay. Genau. Also der komplette Bereich hier bleibt offen. Okay. Ja, nur halt unser Mitarbeiterbereich, der wird halt hinten abgeschlossen. Dann bist du ja unbedingt darauf achten, dass halt der Mitarbeiterbereich halt zu ist, ne? Banker. Kann hier jeder Info spielen. Ja. Bankautomaten gibt's hier keine, ne? Noch nicht. Das sind wir noch mit McGulem klären, dass wir hier noch welche bekommen. Das wäre wahrscheinlich für die Taxis dann, die Taxifahrer. Aber das ist dann wahrscheinlich auch ein Punkt, ob die Leute dann das annehmen hier, weil am Stadtpark gibt es halt ein bisschen Gastronomie, ein bisschen Bankautomaten und hier ist derweil halt noch wenig, ne? Ja, Bankautomaten sind hier, glaube ich, im Fußweg. Ja, beim Bingo, glaube ich, vorne. Ja, genau. Ja, beim Bingo. Genau, aber das klären wir noch. Gut, habt ihr erstmal noch so weit sonst Fragen? Ja, soll noch irgendwie auch eine Werkstatt geben oder so, habe ich gehört. Oh ja, stimmt, richtig, die habe ich euch noch nicht gezeigt. Könnt ihr euch auch gerne angucken, die ist da, wo die alte Werkstatt auch ist. Okay, dann schauen wir mal und du fragst, was die handeln wollen. Genau. Ja. Gut, dann auf geht's. Jawohl, viel Spaß. Ja, ich kenn's ja schon. Ey. Feiner. Thomas hat da zügigen Gang eingestellt, deswegen ist er schneller. Ach. Ich bin alt, ich bin langsam, so. Obwohl ich sportlich bin, also Max. Ja, das wird sehr interessant werden, offenbar. Also kommt drauf an, ob die Taxifahrer das jetzt annehmen. Ich weiß nicht, ob die das OC besprochen haben vorher. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist.
Ich hab's auch schon gesehen. Ist cool hier mit der. Na, kann man gut die Buswartung machen. Ich krieg das schon irgendwie hin. Ich habe in meiner Werkstatt gearbeitet. Dann. Also zerlegen kriege ich hin. Das könnte ein Problem werden. Aber ich habe das jetzt eben, weil ich jetzt eben kurz auf Toilette musste. Ist es jetzt so, bis zu dieser Eröffnung am 19. fahren wir so hier ab wie früher vom Depot, also zum Stadtpark und hier genau, nur zum Stadtpark, Abstellen. Ja. Die Linien werden am Sonntag, glaube ich, erst veröffentlicht, der neue Linienplan. Oder frühestens. Setz mal den Helm ab. Nee, Kühlschrank ist voll. Viel Spaß, tschüss. Ja. Okay. Cool. Wie läuft das denn jetzt mit dem Zwischendepot? Bis wann müssen wir da alles raus haben? Jetzt. Also, okay. Ach, du kannst dann gleich nochmal hinfahren und dann entleeren. So, aber mein Fahrrad ist noch selbst hier schon. Genau, habe ich gesehen. Das ist die Stechrolle. Muss ich mir nochmal angucken. Ja, kann ich dir gleich zeigen. Erstmal Spind suchen. Also wenn wir jetzt einen Bus-Defekt haben, dann fahren wir den hier rein, oder was jetzt? Wahrscheinlich. Ja. Oder davor, aber damals im alten Depot war es noch einfach davor stellen. Ja, da war jetzt glaube ich alles gut vorgestanden. Ne, direkt auf die Hebebühne und schon mal so weit zerlegen, dass die gut rankommen für die Reparatur. Ja, aber wenn wir jetzt hier in der Halle haben, brauchen wir nicht mal davor stellen. Ja, ja, genau, reinstellen. Also ich würde sagen, der Einfachheit halber stelle ich meine wahrscheinlich einfach da drüben hin. Ja. Ja, ja, nee, auf die Bühne auf so eine Rampe kommen. Ja, repariert. Da muss ich aber gerade fahren. Kannst du nicht, kannst du nur Ski fahren. Ja. Also wenn ich den da rauffahren muss, ist der Bus auf jeden Fall demoliert. Ja, da kommen ja auch nur die Defekten hin, da kommt es ja dann auch nicht mehr drauf an. Das ist richtig, ja. Mit dabei. Was fehlen würde, ist da hinten eine Seilwinde, dass du den Bus hochziehen kannst, theoretisch. Ja, mit dem Anlauf, mit Schwung, Vollgas. Wenn der Motor nicht mehr läuft, meine ich. Da ballern wir hier mit 60 mal einen rein und dann scharf abbremsen. Da bräuchte man da hinten so einen Stopperblock. Drehbock. Ja, die genau. Züge, ja. Ja. Du meinst Autos? Das Timing. Aber jetzt könnte ACLS enden. Ich glaube, weil der konnte vorher nicht wirklich an den Bussen von unten vernünftig arbeiten, oder? Na, da muss es ja liegen. Ja, dann mussten die sich irgendwie leicht aufbocken und dann runterrollen. Mhm. Jetzt können wir hier im Stehen schon machen. Viel besser. Auch wenn ich sage, der Hydraulikblock da unten für den der Motorblockhalter. Mhm. Ich glaube, wir müssen die austauschen. Ich glaube, wenn der so weit unterhalb schon steht, vom der ausgefahren, hilft der immer, kommt der immer noch nicht an den Bus ran. Das kann gut sein, ja. Aber notfalls kann man da auch Wasser reinfüllen und das als Pool benutzen. Das wäre eine Idee. Was heißt denn da notfalls? Das sollte die generelle Nutzung sein. Ja. Nee, und das wird nur abgelassen, wenn der Bus. Was? Nee, Thomas, ja, nur notfalls erstmal, bis da unten ein vernünftiger Ablauf und Filtersystem angebaut ist. Ach so. Ja, gut. Oder willst du das jeden Tag mit dem Eimer aus? Also lagern wir da drin das Blinkerwasser, alles klar. Genau. Gut. Alles gesehen. Dann, ja. Nochmal zum alten Depot, also zum Übergangsdepot. Ja, super. Das ist schon ziemlich. Bist du schon ausgestempelt? Groß. Ich nicht, nein. Okay. Aber ich muss. Was machen wir jetzt? Gönnt ihr euch mal. Gönnt ihr. Ich wollte überlegen, ob ich fahre, jetzt? Aber ich glaube, wir sind jetzt quasi, können jetzt machen, was wir wollen, ne? Ah ja, ist fertig, ja, weil dann stempel ich mich nämlich aus. Ich glaube, ich weiß jetzt nicht. Ich wollte jetzt noch mal kurz schauen, ob Thilo noch irgendwas sagen wollte, aber ich glaube, wir sind durch. Okay. Aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, deswegen wollte ich nochmal zurückgehen. Mhm. Ja, aber alles noch ein bisschen ein Labyrinth da auch. Ja, auch ich irgendwie finde ich gar nicht, weil es so schön offen ist. Aber ich finde das so krass, was daraus geworden ist, wenn man überlegt, ja, was es vorher war. Stimmt, ja. Oder? Ich bin gespannt, ob die Leute das wirklich annehmen. Das ist halt ein bisschen, wirkt dann schon ein bisschen abgelegen hier, ne? Leider. Ja, weil da halt. Das ist nicht so offen halt wie der Stadtpark. Weil die Leute jetzt schon den Stadtpark so als zentral, als Zentrum quasi gewohnt sind. Ja, das stimmt. Naja, irgendwie ist hier keiner mehr. Ich glaube, Thilo ist auch nicht mehr da, ne?
Na, dann gehe ich mich mal ausstempeln. Ja, ich auch. Wolltest du jetzt arbeiten? Nee. Ja, ne? Ich muss jetzt sowieso mein Fahrrad mal holen. Dann überlege ich, ob ich jetzt noch ein bisschen fahren soll. Oh, warte mal kurz. Es tut mir sehr leid, ich wurde von jemandem angerufen, der im Krankenhaus lag. Ich rufe da mal zurück, ja? Ja, ruf besser mal zurück, ja. Ich kann mich mal ausstempeln. Muss ich nicht bei mir abmelden. Kann man dann durchgehen, kann man da offenbar nicht. Ne? Das wäre eigentlich meine Vermutung gewesen, dass man jetzt da durchgeht, dass man zu unseren Bereichen kommt. Jetzt ist da die Werkstatt offen, oder? Oh nein. Da gibt es einen Außenbereich auch noch. Oh Mann. Also wolltest du jetzt oder nicht? Da ist drin. Das ist der letzte. Das ist ein kleines Büro. Achso. Ja, sieht aus wie ein Leitstellenraum. Ja, es sind viele Leitstellenbüros hier. Oder noch Abstellkammer aus. Ja. Ein Fenster und so, ne? Ja. Jetzt haben wir auch Gemeinschaftsduschen, habe ich gerade gesehen. Getrennte Duschen gibt's hier nicht, okay. Aber besser als gar keine Duschen. Das ist richtig. Ja, was mich gerade so ein bisschen wundert, ist, dass es keinen Durchgang gibt zur Wartehalle rüber. Wir müssen wirklich jedes Mal dann raus, ne? Ja. Offenbar, ja, ja, einmal, aber ist ja nicht weit. Das stimmt. Hallo? Ja, sieht doch schön schick hier aus jetzt. Ja, schön geräumig auf jeden Fall. Ja. Da hinten ist noch ein bisschen für mich ein bisschen wie ein Labyrinth noch, aber muss ich zwei, ja, dreimal durchgehen. Aber das ist richtig. Da werde ich, glaube ich, auch nur, da werden wir wahrscheinlich nur, wenn man nicht Controlling ist, sich nur umziehen und dann wieder raus, ne? Und Besprechungen, ja, halt dann haben. Ja, richtig. Ins Controlling-Büro werde ich wahrscheinlich nicht oft gehen müssen. Ich bin mal gespannt, wie das jetzt läuft dann, ob die Leute das annehmen oder, ja, nicht annehmen. Mir gedacht, na, es ist halt schon, es wirkt schon, wenn man draußen steht, ein bisschen abgelegen, ne? Weil die Leute, ja, sind halt den offenen Stadtpark irgendwo gewohnt. Hi. Und da ist es doch ein bisschen, ne, anders. Ja, schwierig. Ja. Ich glaube, das vielleicht, wird schwierig. Vielleicht muss man die Leute wirklich so ein bisschen dazu bringen, das Ganze anzunehmen. Also zumindest, dass man da auch Bankomaten hat und ja, Gastronomie, was man halt, ich meine, gut, so viel Gastronomie war jetzt im Stadtpark auch nicht, aber zumindest die Bankomaten hat man dort gehabt. Ja, da, ja, das wird, glaube ich, ein ziemlich großes Problem sein. Ich glaube, das, was den Stadtpark eher so anziehend macht, ist, dass das so offen ist, ne? Und dass sich die Leute da halt auch hinsetzen können und sich treffen können. Das wird, ja, glaube ich, nicht deswegen dort weniger werden. Ich glaube fast nicht, dass man den Stadtpark als Haltestelle abschaffen können. Aber naja, mal schauen. Aber eigentlich ist es ja auch jetzt nicht so weit vom Stadtpark aus hierher, ne? Muss man auch wieder dran denken. Das stimmt, ja. Aber ich glaube, die Leute würden da nicht herfinden, wenn man es nur sagt. Ich habe heute... Keine Ahnung. Ja, ich werde jetzt dann gleich nochmal ins Depot fahren und meine Klamotten holen. Oh, ich habe noch mein Fahrrad dort stehen. Überlege, ob ich jetzt noch fahren soll. Also ich bin heute jetzt schon ein bisschen zu lang da, würde ich mal fast sagen. Bin jetzt schon 2,5 Stunden da. Achso, naja, das ist dann auch schon, ja. Ja, gut. Ich habe heute auch bloß Essen gemacht, aber sonst. Otis. Ja. Ja, schön, dass das mit dem Bild gestern noch geklappt hat. Ja, hervorragend. Gott, ey, ich stand eine Stunde mit einer Arbeitskollegin da und wir haben das irgendwie rumprobiert, dass nicht ein Bilder bei euch ankommen. Ja, also ich weiß noch nicht, was ich hiervon halten soll. Ja, werden wir sehen. Also die Räumlichkeiten selber sind super. Ja. Aber es ist irgendwie gar nicht das, was wir hier bisher so gelebt haben. Also ein Depot ist das nicht, das ist ja wirklich ein Bahnhof, ne? Ja, ja, das stimmt. Ja, entweder es wird ziemlich lange dauern, bis die Leute es wirklich so annehmen, wie es jetzt ist, oder halt es wird gar nicht funktionieren. Also was ich nur schade fände, ist ganz ehrlich, wenn wir einen noch enger getakteten Fahrplan hätten. Ja, das ist schwierig. Und gar keine 2-3 Minuten mal zum kurz verschnaufen irgendwo, weißt du? Ja, ja, erstens das und zweitens, das sollte ja auch nicht so enden, schätze ich mal, dass wir dann hier ankommen, die Leute müssen rein und raus sprinten aus den Bussen, ja, weil wir dann sofort wieder weiter müssen. Die sollen ja schon ihre 5 bis 10 Minuten Zeit kriegen, hier dann in Ruhe im Bus steigen zu können. Oder das mit dem Rangieren nicht... vorne, das bedarf auch ganz schöner Disziplin, dass die Fahrer auch aufeinander achten, wenn die da rein und raus fahren und so weiter.
Warum fahren wir denn eigentlich nicht jetzt hinten raus? Hat Tilo da irgendwas zu gesagt? Also jetzt hinten rum und dann vorne wieder raus? Ja, Tilo hat das so gesagt, dass wir hier reinfahren und dann quasi rundherum fahren und dann wieder raus. So habe ich das verstanden. Aber ich habe das jetzt vorhin so verstanden, dass er meinte, dass wir dann rückwärts wieder raussetzen. Ja, ich glaube, er meinte den Weg quasi rückwärts fahren. Weil wir normalerweise in die andere Richtung rausfahren. Er war auch verwirrt, aber ich denke, er meinte so quasi diese Runde fahren. Okay. Halt, weil wir vorne, so, rechts vorne reinfahren und dann meint er, glaube ich, rückwärts, weil wir auf der anderen Seite rausfahren. So habe ich das jetzt verstanden. Aber das werden wir am Sonntagmorgen, glaube ich, übermorgen, wenn wir das genauer dann erfahren. Ich fahre jetzt nochmal ganz kurz rüber zum Ausweichdepot wegen Klamotten holen. Soll ich auch wieder mitnehmen? Ja, mein Auto steht da noch. Ich muss mich dann. Fahrst du mit Auto? Ja, du könntest du mich auch mitnehmen? Hast du es schon? Natürlich, klar. Ich habe mein Fahrrad da stehen. Ja, okay. Ja. Dann stempel ich mich jetzt hier mal aus und dann. Ja, das sollte ich auch machen, ja. Vielleicht fahre ich jetzt dann später noch. Ja. So, na dann. Alle steigen erstmal auf die Bank. Ja. Kommen Sie durch. Dafür ist die Bank da. Ich muss die aushalten. Ja, genau. Ja. So. Also, da muss man immer dran denken, dass man da hinten zusperrt, ne? Ja, ich mach jetzt zu. Ja. Und vorne bleibt offen, ne? Okay. Der hin. Sehr interessant, ob die Automaten funktionieren. Tja. Ach komisch, das hat man dann so beibelassen mit diesen Parkuhren da und so. Hätte man ja auch rausmappen können. Sind ja eigentlich unnötig da. Aber vielleicht geht das. Oh, muss schon gehen, ne? Dass man das rausmappt. Oder gut Beinfreiheit hier hinten, du. Ja. Das ist ein sehr geräumiges Auto. Mit großem Kofferraum. Mhm. Was kostet so ein Auto neu? Den habe ich jetzt für 15,5 gekauft. Oh gut, das geht. Ne? Und neu kostet der 18,1, 18,2 irgendwie so. Ah, okay. 15 hast du bezahlt? Ja. Also auch viel Geld. Granger. Ja. So wie Ranger, aber das ist nicht so wie ein. Wie heißt dieser Ranger? Range Rover. Der so Land Rover. Der auch nicht Benzin, oder? Weniger als der Washington. Ernsthaft? Ja. Ach, aber regnet das? Das schaut so aus, oder? Ein Auto habe ich nicht, ich bin ein Motorrad, ich Idiot. Ich hab das vergessen. Na gut, Max, dann super, schönes Wochenende, wenn wir Sonntag sehen wir uns wahrscheinlich wieder, ne? Was? Ja, am Sonntag auf jeden Fall, ja. Bin wahrscheinlich morgen auch da. Ah, ich muss schon wieder aufs Klo. Spaß. Okay. Ja gut, ich hole mir mal meine Klamotten und fahr wieder rüber. Ja. Ich hole mir ein Fahrrad, aber ich glaube, das ist gar nicht mehr da. Ja, toll, jetzt ist das Fahrrad wieder despawned. Dann hätte ich mal den Rucksack ersparen können. Ja. Dann kann man wieder rüberfahren. Dann fahre ich mit dem rüber und gehe dort aufs Klo und dann überlege ich, soll ich dann noch fahren? Halb geht es jetzt nicht mehr aus, aber vielleicht dann 21 Uhr. Stehen wir da im Regen. Ne? Aber wir wollen ja einkaufen. Dann ist es besser, dass man hier von hier weggehen, dann laufen wir. Wir sollten uns da, ich glaube, die Kleidung wird durchnässt. Ich glaube, die ist schon durchnässt. Der war schnell. Verdammt. Ja, super. Zum Regnen. Da werden wir laufen zurück, aber ich werde kurz aufs WC gehen. Ich werde da drin im Depot kurz aufs WC gehen. Und vielleicht ist dann der Regen schon vorbei. Und
und weiß nicht. Laufen im Regen. Aber ich muss zurück das Fahrrad holen. Und ich werde jetzt diese Einkäufe erledigen und vielleicht danach mit dem Bus fahren. Ich möchte das gleich erledigen, sonst vergesse ich eh wieder drauf. Nachher habe ich hier keine Lust mehr zum... Vielleicht fahren wir auch heute gar nicht. Mal schauen. Aber ich möchte jetzt die Hawaii-Hemden kaufen. Passend zum Wetter. Oder Hawaii-Hemden, so Hawaii-artige Hemden. Ja, wir gehen jetzt erstmal rein und werden uns da... aufs WC begeben. Dann steckt mein Rucksack ein und wenn man laufen oder will... Ah, wir können ihn nicht mehr in den Spind legen. Weil im Spind... dann gibt's dann nicht mehr. Aber das WC gibt's noch. Da werden wir jetzt kurz aufs WC gehen. Solange wir da noch her können. So schön war das Depot hier eh nicht. Das Neue ist halt wieder komplett anders. Ja, von den Räumlichkeiten kann man nichts sagen, glaube ich. Schaut super aus. Aber von der Lage her, dass das die Leute wirklich als Busbahnhof annehmen, ja, ja. Da bin ich sehr gespannt. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Ich frage, ob die Taxifahrer dann überhaupt herfahren, wenn die da keine Fahrgäste haben. Das ist nämlich das Nächste. Aber schauen, wie sich das entwickelt. So, dann machen wir das so. Und kurze Pause. Bis gleich. Ah, da schreiben wir noch hin. Text. Ich hatte mal Text für Pause. Wo ist der Text für die Pause? Ja. Genau. Bis gleich. Achso, das Peephole geht gar nicht mehr. Warte mal. Damit man Max Norman auf dem WC beobachten kann, stellen wir natürlich schon das Peephole ein. Kann man da irgendwie sich hinsetzen? Naja. Ja, passt jetzt nicht ganz genau, aber... Oh, das geht dann immer mit S, dass man das zurechtdrücken kann. Egal. So, wir beobachten Max Norman am Klo. Bis gleich.
So. Max Name ist durstig. Trink mal auf der Toilette unser Sprung. Ja, das hat sogar. Ja, man kann jetzt im Sitzen trinken. Schaut super aus, weil wir am WC sitzen. Nicht ganz auf der Klomuschel. Und dabei noch was trinken. Naja. Können wir aufstehen? Ja, so. Bewegen. Ja. Das hat wieder, ne? Okay, das war das Falsche. Was ist denn? Ich merke mir das nicht, was das Soundboard-Command war für das Wasser. Okay. Warum habe ich eigentlich Anlehnen auf 4? Ich muss mal das Soundboard irgendwie anders jetzt die Hotkeys anders zuweisen, weil es ist immer halt. Ich habe es halt auf das Nummernpad gelegt, aber gleichzeitig haben wir ja auch die Hotkeys der Animationen am Nummernpad. Das ist dann ein bisschen blöd. Weil man kann es ausschalten, also Nummern, wenn man die Nummerntaste ausschaltet, dann macht er die Animationen nicht, aber das denke ich ja nie dann, wenn ich die Sounds mache. Aber ich muss mal was anderes einfallen lassen, es regnet doch immer, ne? Naja gut, dann müssen wir halt im Regen laufen. Da regnet es das ganze Jahr nicht und dann. Ja. Gibt's schnelles Joggen? Schnell. Ausnahmsweise nehmen wir den schnellen Laufstil, weil es ja regnet. Dann schaut das so aus. Ich werde jetzt komplett durchnässt zu Hause ankommen. Ja, war bei uns übrigens auch so, dass es geregnet hat heute. In Wien. Aber nicht so lange, glaube ich. Weiß ich nicht. Schaut aber cool aus jetzt, so bei Sonnenuntergang. Regen. Ja, ist eh schon quasi untergegangen. Die Strahlen, Sonnenstrahlen sind schon weg. Da eigentlich, oh ja, ein bisschen Wolke sieht man schon, ne? Ich dachte schon, dass hier keine Wolken sind, aber. Übrigens, wenn der Schatten länger ist als man selbst, dann gibt es kein Vitamin D mehr durch die Sonne. Weißer Lieferwagen kann nur verdächtig sein. Sicher Drogenkurier oder Schlepper. Ich glaube, in Deutschland sagt man Schleuser zu Schlepper. Also mit Schlepper sind gemeint Leute, die berufsmäßig illegale Menschen ins Land bringen, sozusagen. Das wäre das, was die von der illegalen Einreise oder was die bei der illegalen Einreise machen. Aber interessanterweise in Deutschland sagt man offenbar dazu Schleuser. Kenne ich überhaupt nicht den Begriff. Meint aber wohl dasselbe. Schleuser hört sich dann noch harmloser an irgendwie. Ja, jetzt sind wir komplett durchnässt, ne? Aber Sport muss eh mal wieder sein. Tja. Muss ich mich orientieren, wo wir sind, aber das ist die Straße hier, wo wir wohnen. Da geht's zu Vinewood West. Jetzt fährt überhaupt keiner, ne, mit dem Bus, aber. Ja, da ist das Umziehen eh relativ schnell gegangen, weil es ja wirklich nur die eigene Kleidung betroffen hat und die Busse. Busse sind wohl alle drüben. Hoffe ich. Habe jetzt nicht geschaut, ob da was übrig geblieben ist. Also ein Bus stehen geblieben ist. Bin heute, glaube ich, eh schon ein bisschen zu müde zum Busfahren. Das ist immer ein Problem am Abend, ne? Heute wird zwar Freitag, da könnte man länger machen, ich weiß es nicht. Aber wir fahren jetzt mal
Wir fahren jetzt erstmal unser Fahrrad suchen. Das ist mal das erste. Das ist ja wieder durch Rotation Pack eastbound. Und steht hoffentlich zu Hause. Ja, dann warten wir, bis die Kleidung getrocknet ist. Ich hoffe, man kann nicht krank werden, ne? Normalerweise regnet es nie so lange, es ist immer nur ganz kurz. Weil ja Los Angeles auch, ne? Ja? Ist ja das Äquivalent hier zu Los Santos. Da regnet es ja auch nicht so oft und lange. Also lange weiß ich nicht, aber nicht so oft zumindest. Naja, liegt genauso da wie vorher. Also nichts mit Rotation Bug gibt es nicht mehr. Ja. Ja. Gut. Ah, wir haben ja den Rucksack rausgenommen zum Glück. Deswegen wollte ich jetzt gerade im Handschuhfach schauen, ob der Rucksack drin ist. Wenn der jetzt weg gewesen wäre, ne? Ist auch komisch, ne? Ist schon interessant, wir haben die Wasserflasche rausgenommen und der despawnt ohne der Wasserflasche. Die Wasserflasche haben wir trotzdem da. Ach komisch, ne? Bei der Rotation Bug. So, dann fahren wir halt im Regen, jetzt sind wir schon nass. Kappe, nein, wir holen uns die Jacke. Stopp, wir haben eine Jacke. Und die werden wir jetzt nutzen, für was haben wir sie? Genau für solche Tage, ne? Dann kann man nämlich fahren und es kann uns egal sein. Wer dann besser geschützt sind. Es ist schon wieder trocken, ne? Wie bei Zurück in die Zukunft 2, wenn Marty McFly sich in der Zukunft die Jacke anzieht. Mit Trocknungsfunktion. Wo ist unsere Jacke eigentlich? Die hat so, der hat kein Bild, ne? Hatten wir die in einem Rucksack drin oder liegt die vielleicht im Auto? Oder liegt die im Moped? Das ist jetzt, dass man gar nicht wissen, wo das ist. Hm, komisch, da ist es nicht. Oh, da ist sie nicht. Die heißt Windjacke, ne? Oder war die in der Arbeit? Wo haben wir es nicht gesehen? Das ist alles hier keine Windjacke. Haben wir denn die verloren haben? Also wenn, dann kann sie nur im Rucksack sein irgendwo. In einem der drei Rucksäcke, die wir haben. Bis ich die Jacke habe, hat wahrscheinlich das Regnen schon aufgehört. Dann lege ich den Rucksack mal da rein. Schau mal den großen Rucksack nach. Da ist nichts drin. Der hat ja gleich viel mehr Plätze. 1, 2, 3, 4 mal 4 sind viele Plätze. Viel mehr auf jeden Fall als im kleinen Rucksack. Da ist jedenfalls nichts drin. Also quasi doppelt so viel, ne? Das sind 16 Plätze. Ich glaube, im anderen sind aber 8 Plätze. Na, egal. So, den Rucksack, da haben wir noch. Da ist keine Windjacke. Dann weiß ich nicht, wo wir die Jacke hingegeben haben oder verloren haben. Vielleicht ist die auch Opfer von Rotation Pack geworden oder sie ist im Kofferraum. Das kann auch noch sein. Dann nehmen wir den großen Rucksack mit. Mein Fahrrad ist halt ein bisschen blöd. Ach, so mühsam da. So, tschack. Was haben wir denn den großen Rucksack? Den roten großen Rucksack tatsächlich. Tja. Habe ich da irgendwas verschoben in der Hosentasche? Den Ausweis. Führerschein, Personalausweis, ID-Card. Und noch einen Gutschein von Unicars.
Ich glaube, dann ist die Jacke wirklich im Auto. Ja, natürlich. Jetzt hat's aufgehört. Ja, dann müsste ich wahrscheinlich jetzt das Auto ein bisschen vorfahren. Ich weiß nicht, ob ich jetzt den Kofferraum öffnen kann. Oder zumindest können wir reinschauen, glaube ich. Kofferraum? Naja, er geht zwar physisch nicht auf, aber da ist die Jacke. Oh, nutzbar ist der Verbandskasten dieses Monat noch. Das ist gut. So, ich ziehe sie jetzt trotzdem an. Ah. Falls es nochmal regnet. Einfach mal einkaufen. Machen wir heute ein bisschen Nichts-Arbeits-RP. So. Also, wir hätten gerne Hawaii-Hemden. Ich habe keine Ahnung, wo es welche geben könnte, aber es hat ja ein neues Geschäft eröffnet. Schauen wir da gleich mal hin. Jetzt weiß ich gar nicht, ob es in Suburbans Bankomaten gibt oder in Bekleidungsgeschäften generell. Ich glaube nämlich nicht. Im Gegensatz zu Supermärkten. Ja, Zutaten sollten wir eigentlich auch kaufen ein bisschen. Nudeln haben wir schon gekauft, ne? Jetzt weiß ich gar nicht, was wir schon haben und was nicht. Aber ich glaube, wir haben Nudeln das letzte Mal gekauft. Braucht man eigentlich nicht mehr so viel. Eventuell wieder für Salat, aber habe ich mir jetzt nicht gemerkt, was wir noch zu Hause haben. Also primäres Ziel ist jetzt mal Hemden zu kaufen. Wenn es überhaupt welche gibt. Und schauen wir mal, was das neue Bekleidungsgeschäft da hat. Das ist statt dem Suburban in Vespucci gegenüber des alten Police Departments. Oder in der Nähe, muss man sagen, vom alten Police Department. Hat dieser Supermarkt geöffnet. Eröffnet. Und hoffentlich auch geöffnet. Ich nehme schon an, dass das so ein Supermarkt ist, der 24/7 auch offen hat. Also nicht Supermarkt, sondern ein Bekleidungsgeschäft, das 24/7 offen hat. Immer ein bisschen weit, ne? Von da nach Vespucci in Richtung Strand zum Fahren. Ein bisschen quer durch die Stadt. Wenigstens ist das der weit entfernteste Punkt, glaube ich, zum nächsten Bekleidungsgeschäft. Also von unserer Wohnung aus. Und dann braucht man eigentlich nur mehr in Richtung Wohnung fahren. Weil das nächste Bekleidungsgeschäft, das nächste zu unserer Arbeit, ist natürlich der Binko. Da waren wir jetzt eh schon so oft. Und auch das Suburban von unserer Wohnung bei Alter, der in der Nähe ist. Und dann weiß ich gar nicht, viel mehr Bekleidungsgeschäfte gibt es dann gar nicht mehr. Suburban in Alter, Binko, beim Depot. Im Vespucci das Neue, was früher das Suburban auch war. In der Fußgängerzone? Ja, das war's, ne? Ja, und in South LS ist ein Secondhand-Shop. Da könnte man natürlich auch schauen, aber. Ja. Da war die Besitzerin so komisch, ne? Hat so komisch gesprochen. So, jetzt muss ich nur schauen, wo wir hinfahren. Fahren. Bin gerade orientierungslos.
Ah ja, deswegen. Ah, wir sind schon richtig. Wir müssen die nächste dann links. Da sind wir dann. Das ist das Bekleidungsgeschäft hier. Eingezeichnet ist noch Suburban Del Perro sogar. Interessant, dass das Del Perro heißt. Weil der Pier Del Perro ist erst da und das wäre eigentlich noch Vespucci. Wahrscheinlich ist da die Grenze irgendwo. Genau, da ist der Bingo. Da würde es noch Ponsonbüs geben, aber da werden wir keine Hawaii-Hemden finden. Das sind nur schöne, teure Hemden. Warte mal, rechts oder links? Rechts geht's nach Norden? Nein. Links müssen wir, nicht rechts. Denke ich mal, ja. Mal wieder meine Orientierungsprobleme. Ah, ist der Prioso-Treffen. Kann man nicht da durchfahren. Ja, da sind wir dann quasi schon dort. Da haben wir Mamas. Da ist unser Parkhaus, das wir damals, bevor wir noch einen Job hatten, uns mal da rein, sind wir darauf gelaufen, haben ein bisschen Dehnungsübungen gemacht und ein bisschen den Ausblick sich angeschaut, den man von dort hat. Ein bisschen das Kabel da von dem Mikrofon die ganze Zeit im Weg. Also dieses Gebäude mit den komischen Farben, das ist ein Parkhaus. Und es regnet wieder. Gut, dass wir die Jacke geholt haben. Hm, da ist das Bekleidungsgeschäft eingezeichnet. Das ist aber nicht da, wo der... Oh doch, doch, das ist schon da, wo der Suburban war, in der Fußgängerzone. Das schaut nur so blöd aus da. Oder offiziell steht da gar kein Hinweis, glaube ich, dass da eine Fußgängerzone wäre, oder? Was? Okay. Machen die da gerade einen Überfall oder so? Muss ich mir da Sorgen machen? Was zur Hölle macht der da? Ich weiß nicht, was das für Wahnsinniger ist. Dem möchte ich jetzt eigentlich nicht in die Quere kommen. Aber ich weiß nicht, ob das nicht schon langsam Failure Pay ist, was der da macht. Es könnte ein Fluchtfahrzeug sein, dass die dann quasi überfallen. Der wartet quasi, dass er Vollgas geben kann. Deswegen bleibe ich jetzt ein bisschen fern. Aber... wie ist das realistisch, was der macht? Dass der so lange die Reifen durchdrehen lässt? Das wäre komplett fail, weil er das komplett abnutzt, oder? Ich weiß nicht, ob das einen RP-Hintergrund haben kann. Kann nicht realistisch sein. Also vielleicht ist das auch ein Bug und wir sehen das nur so. Vielleicht, dass der wegfahren wollte und dann ausgelockt ist. Und jetzt hängen geblieben ist. Boah, nicht fahren. Nur ein Bug sein, das kann er nicht absichtlich machen. Das wäre komplett Failure Pay, wenn er das jetzt wirklich die ganze Zeit die Reifen durchdrehen lässt. Die werden jetzt kaputt, oder? Die im Real Life können die ja. Die werden ja wohl jetzt komplett abgefahren. Also ich weiß nicht. Bin kein
Ingenieur. Aber die können ja, die sind ja dann komplett verformt, wenn der das so macht. Aber mit so einem schweren Auto, mit so breiten Reifen, sind ja dann nicht mehr zu gebrauchen. Jetzt kommt. Die fahren schon ein bisschen schnell, also die laufen da schon ein bisschen schnell raus. Schaut mal irgendwie komisch aus, aber möglicherweise beliefern die das da auch. Ich bleib jetzt auf jeden Fall nicht in der Nähe, weil ich glaube, ich suche mal ein anderes Bekleidungsgeschäft. Ich fahre jetzt nochmal unauffällig vorbei von der anderen Seite. Nur mal da die Polizei rufen hätten sollen. Das sieht von außen aus wie ein Überfall, aber ein Überfall dauert doch nicht so lange. Vor allem, was sollen die da überfallen? Okay, solange das Auto da steht, gehe ich da nicht rein. So, wir suchen uns ein anderes Geschäft. Also ich glaube eher, das sind die Besitzer, die hier Lieferung haben. Und ein bisschen durchdrehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber, ja. Nein, wo ist denn der Taxifahrer jetzt hin? Ja, es regnet wieder. Gut, dass wir unsere Jacke haben. Auf da. Jetzt haben wir noch genug Ausdauer, ne? Dann fahren wir eben zum Binko. Das ist mir dann lieber. Bevor ich da hingehe. Das ist mir zu suspekt hier. Aber irgendwas hat es trotzdem mit dem Server, ne? Entweder liegt es an meiner Internetverbindung. Dürfte aber alles stabil sein laut OBS. Zumindest was das Streamen angeht. Bevor die eine Radfahrerin ist dagegen gefahren, das dürfte ein Desync gewesen sein. Das kann natürlich auch an der Internetverbindung der Radfahrerin liegen. Schüttet's wieder, ne? Oh, jetzt ist schlagartig vorbei. Auch wie bei Zurück in der Zukunft, in die Zukunft 2. Warte noch 5 Sekunden. Das Stoppschild ist auch super platziert übrigens. So, wir müssen das Licht wieder einschalten, weil... Ein bisschen Verkehr auch hier heute. Hätte man sich die Rundfahrt da ersparen, ne? Ich gehe doch nicht in ein Geschäft rein, davor ein Lieferwagen steht, in einer Fußgängerzone, wo normalerweise gar kein Auto fahren darf. Und hier die Reifen durchdrehen lässt, auf unrealistischere Weise. Fahrzeuganhaltung. Ich glaube, die schauen dann nur. So, also stehen da wegen dem Fahrzeug, nehme ich an.
Es ist irgendwie interessant, dass so viele, dass das Otis zumindest so oft Probleme hatte heute. Wir sind jetzt falsch gefahren, ein bisschen, aber egal. Fahren wir nochmal beim Depot vorbei. Ob das am Server liegt oder ob das, ja, weil gestern war ja auch die Fahrer. Da hatten ja auch Leute Probleme. Mit, ja, Game Crashes. So wie heute. Aber immer andere Leute deswegen. Weil gestern waren so viele Betriebsstörungen, ne? Anscheinend. Wir hatten zum Glück, wir sind jetzt verschont geblieben bisher. Ja. Da haben wir nämlich gleich einen Bankomaten, das ist gut. Da wissen wir. Da sind wir versorgt. Da kennen wir auch schon alles ein bisschen, ne? Da steht auch kein Auto mit durchdrehenden Reifen. Alles in Ordnung hier. So. Ja, wir haben $700. Haben wir gestern doch ein bisschen was bekommen, ne? Überschicht $60. Gestern haben wir bekommen wieder für 2,5 Stunden, ne? Ist immer verwirrend, weil bei beiden steht Gehalt, aber das eine ist die Sozialhilfe fürs Einloggen, das andere fürs Arbeiten. Also abheben wollten wir auch was. Ich hebe mal 150 ab und schauen wir mal, was Hemden gibt. Dieser Motorradraser hier. So, Dingeling. Gibt es denn hier Hemden? Die haben ja da eh so viel Auswahl. Ist jetzt halt blöd mit der Jacke. Die müssen wir halt jetzt wieder ablegen. Jacke. Also nein, der zeigt das eh nicht an. Okay. Basketballhose. Nein, wir wollen keine Hose. Das ist immer falsch. Wir wollen eigentlich Oberteile quasi. Naja, da haben wir T-Shirts, also Unterhemden, Oberteile. Oberteile, Hemden. Geh mal auf die andere Richtung, weil wir immer in dieselbe Richtung schauen und dann übersehen wir natürlich viel. Ja, das ist eigentlich nicht so ein Western-Kurzarmhemd, okay. Ach, das ist nichts für Max. Das auch nicht, das auch nicht. Was steht da drauf? Badland Revenge, glaube ich. Ein bisschen verdeckt. Da gibt es aber noch andere. Das schaut eigentlich cool aus für Gamer, aber Max ist ja kein Gamer. Er ist noch zu alt dafür. Aha, ein Würstchenhund. Interessante Logos hier. Defender, Fate. Aha, das ist ein bisschen wie das GTA. Der Cover. Monkeys. Liberty City. Race and Chase. Vogel und Cocktails. Auch wieder Monkeys. Aha. Sieht auch interessant aus, aber nichts, was man sich anziehen könnte. The Wizards Run. Win, nicht Run. Einschusslöcher in verschiedenen Farben. Das schaut auch cool aus irgendwie, ne? Aber das ist nichts für Max. Passt nicht zu Max, glaube ich. Aber schaut schön gezeichnet auf jeden Fall. Schaut ziemlich gut aus. Ja, das ist ein T-Shirt, was ich mir privat auch nie kaufen würde, weil das. Habe ich die Angst, dass man das einmal in die Waschmaschine steckt und dann ist das alles weg. Oder zum Teil zumindest. Aha. Okay. Wie heißt das? Thogbot T-Shirt. Atom. Das schaut aus wie Duke Nukem 3D. Auch interessant, wie viele verschiedene Motive es da gibt. Was haben Inlineskates mit Stiefel und einer Kerze zu tun? Auch komisch. Möglicherweise Badlands Revenge, das sind so Spieler, die es vielleicht bei diesem Fernseher gibt. Im Spiel. In GTA. Da müsste man sich das anschauen, dass man den Hintergrund wohl kennt. Aber wir suchen eigentlich Hemden. Da gibt es die nächste Art von T-Shirts. Das schaut eigentlich cool aus. Das passt doch. Das passt, das wird zu Max schon passen irgendwie, ne? Sind das neue Sachen? Das haben wir, glaube ich, wir haben, glaube ich, keine T-Shirts noch
sich angeschaut, großartig. Also wir haben die Art jetzt wieder verändert. Es erinnert alles so ein bisschen an Pixelart und C64-Grafik. Ich würde mir eigentlich das gerne kaufen, einfach so, dass wir es haben. Wobei ich noch nicht weiß, ob ich mir das jemals anziehe, aber ich nehme das mal mit. Ja. So, aber wir suchen eigentlich Hemden. Da haben wir ein Hemd, aber ist das ein Hawaii-Hemd? Vincent, komm ruhig. Was? Ist das ein Hawaii-Hemd? Ja, schon eigentlich, aber da müsste man den obersten Knopf aufmachen können. Sind das UFOs? Ja, UFOs. Es wird schon passen, aber mir gefällt der Stil von dem Hemd nicht. Das macht den irgendwie dick. Das will ich dann auch wieder nicht. Weil das halt so weit ausschaut. Nee, braucht noch ein anderer. Vom Motiv her wäre schon gut, aber was ist das eigentlich? Bomberjacke? Ist doch keine Bomberjacke. War schon interessante gezeichnete Motive. Ich weiß nicht, ob das selber gezeichnete sind vom Server oder ob die vom Spiel sind, aber ich glaube, die sind vom Spiel. Das schaut besser aus. Hm? Ich meine, das weiß ich nicht. Schauen, was da alles gibt. 30, ne? Dollar ist nicht so teuer. Also kann man sich leisten. Ich glaube, da kann man sich schon ein paar kaufen. Ich schaue sicherheitshalber noch, ob es eine andere Form noch gibt. Ist auch blöd, weil Sommerhemden. Wir suchen eigentlich Sommerhemden. Vom Motiv her wird es passen. Aber der oberste Knopf gehört dann offen. Vielleicht kann man das einstellen, wie bei unseren Diensthemden. Aber das kann ich halt vorher nicht schauen. Ist halt auch blöd, ne? Da wird schon das ein oder andere Motiv dabei sein. Das ist jetzt für das Wetter nicht so gut, das auch nicht. Ah, das sind Polohemden, die kennen wir schon. Da haben wir schon einige. Die kosten nur 15 Dollar. Aber wir haben schon alle, glaube ich. Ich glaube, da gibt es jetzt... Ich glaube, das Blaue haben wir noch nicht, aber... Ich muss mal ein bisschen... Das haben wir auch noch nicht. Okay, so, fangen wir mal an. Ja, das finde ich gut. Waren die jetzt Besprechung oder sowas? So, nee. Wow. Eine Kutte. Braucht man gar nicht. Ja, ich sehe schon, es gibt nur eine Art von Hemden, ja, wohl, die man sich kaufen können. Das sitzt alles nicht. Ich glaube nicht, dass der uns kommentiert, ne? Also ich hoffe es zumindest. Nee. Ja, das sind wieder lockere Hemden, ja, aber die machen ihn dick, ne? Ah, ich glaube, die Jeans. Was ist das eigentlich, ne? Halboffenes Breitkörper. Wie definiert man halboffen? Das muss man mal jemand erklären. Halboffen ist für mich zumindest die Hälfte der Knöpfe, das zu sind, aber nicht nur ein Knopf oben zu. Das ist ja nicht halboffen. Hä? Wer zieht sowas an? Und warum kann man die Knöpfe nicht einfach zumachen? Mhm. Naja, das sind so Flanellhemden. Wird auch schwierig. Was ist das da eigentlich? Ein Pyjama. Okay. Naja. Nee, Blütenhemd. Das sieht nicht aus. Naja, das wird für Wanderschaft gehen. Da haben wir noch so karierte, lockere Hemden. Aber lockere Hemden sind ja auch oft weit gewesen. Ja, aber kariert brauchen wir eigentlich auch nicht. Wir wollen ja so Hawaii-Sommerhemden haben. Nein. Ja. Nein, habe ich gesagt. Das wird, glaube ich, sonst auch zu sportlich. Die Hose ziehe ich nicht an. Darin hat man einen ganz schlechten Arsch. So, dann nehmen wir das hier. Über was sich der wieder Sorgen machte. Ich weiß gar nicht, wer das ist. So, das schaut eigentlich ganz gut aus. Schwarzes Savannahemd. Das würde ich nehmen. The Military Steel. Warte mal, wir haben da noch irgendwas im... Invade and Perished Hell T-Shirt. Achso, ja, das ist... Aber das ist aber... Das habe ich ja schon gekauft. So, ist das noch im Warenkorb? In schwarz. Willst du nur einmal kaufen? Müssen wir das jetzt zweimal kaufen? Keiner anzieht. Was ist denn das? So, das haben wir mal. Wow, du willst echt in Lederhose arbeiten?
Meinst du, das schaut eigentlich auch gut aus. Das nicht so. Die gibt's leider nur im Blau. Aber schauen wir mal. Das ist nix. Das, ja, das wird eigentlich auch gehen. Okay, nee, die Jeans, die ich meinte, die gibt es. Das nicht. Im Suburban. Ja, das wird auch gehen. Okay. Ah, da gibt es noch so eins in Blau quasi. Ah, das ist so graues Blätterhemd. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie dieser schwarz-weißen gefallen mir relativ gut. Also passend für Max. Das ist nicht gut. Nein. Ja, nein. Cool Gradient Hemd. Gibt's viele von diesen Gradient Hemden. Blumen, nein, Blumen ist nix. Sind wir glaube ich schon mal durch. Also das haben wir jetzt. Und eins von diesen Gradient Hemden hätte ich gerne, aber ich glaube, dann nehme ich das Cool Gradient und das blaue Savanne Hemd kann man auch noch nehmen. So, und dann haben wir irgendwo dieses Gradient Hemd in Cool. Gelb gibt's das Savanne Hemd auch, aber. Würde aber schon passen irgendwie, ne? Ich glaube, dann geht uns das Geld aus. Also das, was wir abgehoben haben zumindest. Wir haben jetzt nämlich für 15 Dollar schon was gekauft. 150 haben wir abgehoben. Heißt, haben wir 135 noch übrig. Plus die 20, was wir eingesteckt haben. Also dann wird das noch gehen. Das nächste wird, glaube ich, knapp. Deswegen kaufe ich das mal. Beziehungsweise, ja. Der Rucksack ist eh noch da. Jetzt ist das weg. Na toll. Ich muss natürlich was in den Rucksack legen, damit ich Platz habe. Wie viel Geld haben wir jetzt noch? Oh. 157. 120 plus. Müsste sich aber ausgehen dann. Wenn ich jetzt die nochmal zusammenbekomme. Zum Glück habe ich jetzt nur bei den Hemden geschaut. Das war diese Art von Hemd. Da haben wir jetzt gesagt. Dieses. Dann das Blaue. Das Gelbe. Das andere Graue. Aber das schaut auch gut aus, ne? Verdammt. Wir haben gesagt, das hat mir eigentlich gut gefallen. Das ist Urban Gradient. Und das hier. Das sind 150. Dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5. Genau. Ja, das muss einmal reichen. 5 müssen reichen. Zack. Einmal 5 Hemden. Das wollten wir haben. Zack. 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 Dann kommt das wieder daher. Dann schauen wir noch ganz kurz wegen Hosen. Schwarz gestickte Lederhose. Also die schauen jetzt alle gerade bei Hosen, ne? Was gibt's denn in Kappen? Schauen wir, ob es da irgendwas gibt, was wir zufälligerweise nehmen könnten, aber ich glaube. Achso, ja, Kappen, ne? Stoffmütze und der Hut. Maskehut. Haben wir schon ein paar Mal da geschaut, ne? Ah, da gibt's aber diesen weißen Porkbeihut wieder. Interessant. Leinenhut. Eine Bienenkappe, die wir schon haben. Oh, eine ganz normale Kappe. Die gibt es auch in anderen Farben. Ohne Logo. Einfach so eine Kappe. Cool. Und nicht Thomas Tenner auch so eine? Die hat es nicht immer gegeben. Ah, da gibt es unseren Parkbeilhut, genau. Da ändert sich ja nur die Farbe vom. Gar nicht so teuer, um 20 Dollar. Hm? Pflastersteinkappe ist auch gut. Breitgrinsenkappe. Ah, das ist eine klassische Kappe in vielen verschiedenen Designs. Schädelkappe. Das ist eigentlich cool. Einfach, dass wir eine Kappe haben. 10 Dollar haben wir jetzt zwar nicht mehr einstecken, aber wegen 3 Dollar müssen wir jetzt zum Bankomaten. Ich hole mir so eine Kappe noch. Ich nehme nicht an, dass es Sonnenbrillen gibt, jetzt wo es Mr. Glasses gibt. Die haben ja das Monopol drauf.
merke übrigens gerade, dass ich zu müde heute bin für Busfahren, deswegen. Wenn wir morgen wieder Bus fahren, kann man das mal ein bisschen früher einloggen. Kann ich ein paar mehr Stunden fahren. Also wer fahrt eigentlich irgendwer gerade? Nö, da fährt keiner Bus. Ja, wir haben heute Umzug, ne? Am Freitag bin ich eh auch normalerweise nie da, jetzt möchte ich auch mal ein bisschen Nicht-Arbeits-RP machen. Bin auch dann zu müde zum Busfahren. Das ist halt das Problem beim Busfahren. Wenn man zu müde ist, macht das nicht viel Sinn oder ist das nicht gut? Baut man Unfälle und so, ne? Eine Kappe. Das waren die, ne? Eine ganz normale, schlichte Kappe. Gibt es in Schwarz, aber auch in Weiß oder in Grau. Weiß. Kostet nur $10. Kann man mehrere kaufen. Weiß. Schwarz. Irgendwie gefällt mir Schwarz nicht so gut, aber trotzdem. Aber stopp. Nehmen wir trotzdem mit. Grau. Das muss reichen. Ja. So, jetzt haben wir drei Kappen. Wozu auch immer wir die dann verwenden. Keine Ahnung. Für Sport, ne? Kann man ja. Ist, glaube ich, besser als diese Beanie-Kappe. Das schaut eher so nach warmer Kappe aus. Kann ich gleich tauschen. Und im Sommer setzt man dann eher so normale Kappen auf. Wo ist die weiße? Aha. Ich habe jetzt eine graue und eine hellgraue Kappe. Aber die eine war schon weiß, ne? Hä, warum ist die jetzt rückwärts? Ich habe keine rückwärts gekauft. Die doch vorwärts. Kann man die, ach so, die kann man nach hinten und nach vorne drehen. Ah, deswegen. Okay. Interessant. Aber die ist doch nicht grau. Hellgrau. Okay. Für mich ist die schon weiß gewesen. Ja, egal. Das ist niemals hellgrau. Jetzt sind die weg. Okay. Ja, da können wir Hosen schauen. Da hinten waren keine Hosen, oder? Nein, da gibt es gar nichts. So kurze Hosen wären nicht schlecht, aber wenn dann eh nur mehr solche Bermuda-Shorts, was anderes kann ich mir eh nicht vorstellen. Heißen die Bermuda-Shorts? Oder Cargo-Shorts? Chino-Shorts? Ja, aber wenn dann mit Taschen. Da, Cargo-Shorts heißen die. Schwarz, beige. Sehr gut, dann nehmen wir sich von da. Von denen noch eine schwarze. Viel mehr gibt es da eh nicht. Beige. Zweimal. Die eine beige haben wir schon. Die ist eher so grünlich. Oh, weiß. Ich glaube, das war es dann eh schon. Mehr kann man sich eh nicht mehr leisten. Zack. So. Ich glaube, dann sind wir ein bisschen ausgerüstet wieder. Dass wir ein bisschen variieren können. Ich glaube, Schuhe braucht man nicht variieren. Männer haben nicht mehr als ein paar Schuhe. Das ist realistisch. Hemden haben wir jetzt. Theoretisch T-Shirts. So ärmellose Sachen hätte ich noch gerne. Aber da haben wir jetzt keine gesehen. Wir haben ja schon geschaut bei Oberteile. Ja doch, es gab welche. Mist.
Ich hätte auch gern für Sport so ärmellose Sachen mehr. Wir haben ziemlich wenig ärmellose Sachen und ich würde für Max schon so ärmellose Sachen eben für Sport verwenden. Es gab viele ärmellose Sachen jetzt. Man muss ja betonen, dass Max Krafttraining macht. Und dann muss er seine Oberarme auch zeigen. Das geht am besten mit ärmellosen Shirts. Wir haben zwar einen ärmellosen Hoodie, den haben wir sich ja im Winter gekauft, den ziehen wir jetzt im Sommer eher nicht an. So, Kleiderschrank, Unterhemden. Ein Unterhemd? Warum ist das ein Unterhemd? Nein, das zeigt er gar nicht an. Das ist unser Shirt, das wir gerade anhaben. Hooded Track, was? Stoffjacke, Tanktop. Nee, naja, das gefällt mir nämlich nicht. Max, der schaut so nach. Ja. Naja, zum Sagen, nach was das ausschaut. Einfach zu billig. Das hat nicht mal einen Preis. Nein. Dachte schon, kann man auch nicht kaufen, offensichtlich. Da haben wir ein schwarzes T-Shirt, das in verschiedenen Farben es gibt. Da haben wir auch nochmal V-Ausschnitt. Lovefist, warum heißt das Lovefist? Ich mag an und für sich schon V-Ausschnitt, aber $120 ist schon ein bisschen teuer für ein T-Shirt. Dafür gibt es diese Freedom-T-Shirts um $10. So, wo haben wir denn günstige? Will ich für diese T-Shirts nicht so viel Geld ausgeben, deswegen schauen wir nach günstigen ärmellosen T-Shirts für Sport. Was ist für Sport? Schlagring Taschen-T-Shirt. Warum Schlagring? Da ist ein Tanktop, das gibt es in verschiedenen Farben, aber das gefällt mir halt nicht. Ne? Kostet auch nur $10. Das ist das, was wir haben. Das gibt es in verschiedensten Farben. Und das kostet nur $10. Also eigentlich kann man sich da mehrere Sachen kaufen. Also mehrere Farben kaufen. Weiß haben wir schon. Das schaut dreckig aus. Das auch. Das gefällt mir gar nicht. Zebra. Wir haben alle, wir sind ein Schutzweg, ein Zebrastreifen und wollen über uns drüber laufen. Rot können wir nehmen. Das war's, ne? Da können wir sich zwei von denen kaufen. Vielleicht finden wir noch andere. Oh, da gibt es auch noch andere Farben tatsächlich. Also nur die zwei, grün und gelb. Ja, gut. Da gibt es die Jacke, die Windjacke, die wir schon haben, in einer anderen Farbe. Naja. Eine reicht. So, gibt es noch Ärmelloses? Ja, nicht, ne? Macht dann schon, ja, das gibt's. Das schaut vielleicht das Tanktop. Das hängt nicht so runter. Das könnte man schon nehmen, wenn es das in anderen Farben gibt. Ja. Würde ich schon in Erwägung ziehen. Warum ist das jetzt immer noch? Das haben wir jetzt gekauft, ne? Ach, jetzt muss ich das nämlich wieder. Ja. In den Rucksack geben, damit wir Platz haben. Wir haben jetzt aber insgesamt nur mehr drei Plätze im Rucksack und ein paar Plätze in der Tasche. Nehmen wir sich so Tanktops mit. Gibt es in deinen Farben? Ne? Weiß, schwarz. Nehmen wir, ich weiß gar nicht, ob weiß so gut ausschaut. Und ein Unterhemd aus. Aber es gibt nur die schwarzen und die weißen. Und grauen. Ja. Grau gefällt mir bei Tanktops nicht. Dann nehmen sich zwei so Tanktops mit, kostet nicht $40. Ich glaube, das ist okay, das reicht. Haben wir fast den Rucksack voll. Quietscht jetzt ziemlich um. Wieder schön. Oh, jetzt haben wir schon wieder Durst. Das Sprunk hat uns nicht viel geholfen vom Durst her. Jetzt sollte man nach Hause kommen. Bevor uns jemand noch überfällt hier.
kurz trinken, das ist immer ein bisschen leichter. Ja. So, auf geht's. Was ist der kürzeste Weg nach Hause durch den Tunnel, ne? Einmal durch den Tunnel. Sei mehr Leute parken in letzter Zeit. Interessant. So, ne? Depot. Sieht super aus. Wir fahren heute nicht mehr. Ich logge jetzt dann gleich aus. Aber morgen. Morgen werden wir schauen, dass wir fahren. Motor abgestorben. Also unsportlich unterwegs hier. Fahrradfahren. Wäre jetzt auch mit dem Dilettante gefahren, wenn ich wenn der Sprit nicht leer wäre. Das schreibe ich jetzt dann gleich in Discord. Mal schauen. Mich die dann darauf verweisen, dass ich das im TS klären muss vielleicht. Aber ich versuch's mal im Discord. Schreib dazu, dass es kein Bug ist, weil letzte Mal mit Sprit abgestellt und den Motor nicht vergessen auszustellen. Also Motor abgestellt. Wie? Die Ausdauer ausnutzen? Jetzt haben wir ganz schön viel Geld für Kleidung ausgegeben. Aber das muss dann erst noch einmal reichen. Ne? Also da kommen wir ewig aus mit diesem Gewand. Ja, da gibt es jetzt Gas, aber wenn ich da vorne im Hügel bin, wird er wahrscheinlich wieder einknicken. Aber ich glaube, die Ausdauer ist halt heute nicht so niedrig, weil wir nicht so lange eingestempelt waren. Habe ich nur eine Stunde. Home of Rock. Vinewood Music. So, darauf nochmal. Da nochmal sprinten. Das wäre super. Geht das, Max? Sprinten? Yes. Schaut nicht so aus. Wir werden da jetzt mit 5 Meilen rauffahren. Na, schon vorbei. Das war's mit der Ausdauer. Vorbei. Endstation. Gut, wir haben auch einen schweren Rucksack mit viel Kleidung. Ah, jetzt geht's wieder. Jetzt ist die Power wieder da für ein paar Sekunden. Naja. Muss mehr stehen bleiben. Da kommt ein Auto. Doch nicht. Schaut so aus, als würde da ein Auto leuchten. Ne? Oder vielleicht nur Straßenlaternen, die nebeneinander gestanden sind. Let's go Postal. Das kann man heute eh gelegen, weil ich merke schon wieder, die Stimme meldet sich. Ein bisschen rauer. Oder man merkt es halt, ne? Weil ich hatte jetzt wieder Pause gehabt habe mit Streamen von Sonntag weg bis Donnerstag. Da merkt man es dann schon, wenn man nur 2 Stunden streamt, sowas, dass das dann trotzdem auf die Stimme schlägt. Ich muss das halt irgendwie regelmäßiger einbauen, dann merkt man das nicht so stark. So, letztes Stück, ein bisschen nur mal ein paar Millimeter. Wir sind ja gleich da. So. Jetzt gibt er wieder Gas, ne? So. Da sind wir. Wir stellen das Fahrrad wieder ab. Ich hoffe, es bleibt auch da. Nicht, dann müssen wir es das nächste Mal vom Bingo abholen. Unseren Schrank einräumen.
habe ich mir letztens eigentlich das Auto aufgeschrieben, glaube ich, aber sollte mir das nochmal das Kennzeichen abspeichern. Wie mache ich das? Das ist am einfachsten. Poste das, glaube ich, dann einfach mit auf Discord. Warte mal, kann ich einsteigen und gleichzeitig das Kennzeichen sehen? Geht das? Müsste eigentlich ja so, ne? Dann sieht man nämlich schön das Kennzeichen und ich drücke hier auf Motor starten, dann steht der Tank ist leer. So. Dann weiß man das Kennzeichen und was das Problem ist. Kann ich das auf Discord posten? Mit Z ist nämlich Motor anstarten. Das ist auch interessant. Motor anstarten und Türen auf- und zusperren ist das gleiche. Aber nur bei bestimmten Türen, weil hier ist ja auch nicht Z-Tür abschließen. Da muss ich auf E drücken, dass ich überhaupt ins Menü komme. Deswegen war ich ein bisschen verwirrt, dass man mit Z jetzt Türen auf- und abschließt. Wenn man das nie gehabt hat oder nie solche Türen hatte, kann ich dann so eine Tür zum Beispiel auch abschließen? Nein. Kann man nicht abschließen. Es gibt also Türen, die man abschließen kann und Türen, die man nicht abschließen kann. Naja. So. Schrank. Da müssen wir noch nicht hin. Wir wollen mal alles in den Kleiderschrank einordnen. So. Ein Rucksack fast voll mit Kleidung. Gut, dann muss das ein bisschen größer werden, da. Tetris spielen, wir haben ja so viel, unendlich viel Platz, ne? So viel Kleidung werde ich nie kaufen. Ich habe Streams gesehen, wo das voll ausgenutzt wird. Gut, wir haben da unsere Polohemden, ne? Das bleibt auch so. Da haben wir ein T-Shirt, das ziehe ich nicht an, das auch nicht. Das sind so die Sachen, die man selten bis gar nicht anziehen da oben. Dann haben wir eine Reihe Hemden bekommen. Savannah-Hemd. Da muss ich dann gleich schauen, ob man den Kragen öffnen kann. Aber schaut nicht so aus, sonst. Genau, sonst könnte man das da auch schon. Aber egal. Cargo-Shorts. Was haben wir da an Hosen? Mache ich dann eine zweite Reihe am besten. Trainingshose. Das ist quasi Sport, kann man sagen. Wobei man Cargo-Hosen jetzt für Sport und Freizeit anziehen kann, aber ich ordne die da oben ein. Also wir haben noch Tanktops, ne? Dann muss ich noch eine Reihe machen für Shirts. So. Achso, wir haben noch T-Shirts. Dann muss ich noch eine Reihe machen. So. Aber Hosen haben wir jetzt alle. Cargo-Shorts oben und die Trainingshose und unten die schlichte Hose, Anzughose, aschgraue, weite Hose. Die Anzughose ziehen wir fast gar nicht an. Und man könnte es theoretisch so machen, dass man ein Outfit, dass man Outfits quasi so zusammenstellt, aber das bringt mir nichts. Ich möchte das individuell zusammenstellen. Außer bei Anzügen. Anzüge würde man dann woanders machen, aber Anzüge haben wir noch keine und ich habe noch keinen Anlass für einen Anzug. Tanktops, die haben wir da. Da oben ist der Hoodie, ne? Eigentlich könnte ich die Tanktops da oben einordnen. Die werden wir auch nicht so oft anziehen, aber für Sport schon. Also wir haben aber unten, dann hätten wir noch die T-Shirts. Wait, achso, das ist unser, naja, das ist das spezielle T-Shirt, dann mache ich das so. Das werden wir auch selten anziehen, aber vielleicht doch. Und da haben wir die anderen T-Shirts und Tanktops. Schau, das ist halbwegs geordnet. Jetzt haben wir doch eine Reihe zu viel. Naja, können wir das wieder raufschieben. So, und dann die Kappen. Das ist Hut. Und dann können wir dann einfach die Kappen machen. Schwarze Kappe, die Biene-Kappe.
Lupe war immer da und dann haben wir zwei Kappen und eine Kopfbedeckung ist immer auf, ne? Ja, wie jetzt diese Kappe. Blöd ist, dass bei diesem T-Shirt, bei dieser Jacke die T-Shirts durchschauen. Naja, die Jacke können wir jetzt wieder ausziehen. Ich überlege, die Jacke da reinzugeben, aber das passt nicht ganz, ne? Da würden wir dann eher die T-Shirts reinpassen. Die Jacke müssen wir schon in den großen Schrank hängen. Ne, ist blöd. Ach, nämlich wegen Unterscheidung, dass ich das leichter finde. Die Jacken müssten eigentlich ganz oben sein. Dann müsste ich doch eine Reihe noch machen. Ich habe nur eine Jacke, deswegen. Da müssen wir auch mal welche kaufen. Aber das werden wir dann im Herbst wohl machen. Ich gebe einfach die Jacke da links oben rein. Wenn ich dabei nur eine habe und dann muss ich dann später, wenn wir irgendwann andere Jacken kaufen, muss man eine Reihe Jacken machen. Fertig. So. Zack. Okay. Ja. Können wir da den Rucksack ablegen? Der müsste jetzt leer sein. Ja. So. Okay, ja, das schaut schon ganz gut aus. Wir haben verschiedene Kopfbedeckungen, das ist gut. Verschiedene Cargo-Shorts, verschiedene T-Shirts und Tanktops. Bei den Hemden wollte ich jetzt noch schauen. Ob man dann doch den Kragen öffnen kann, aber ich glaube nicht. Achso, nein, das sind wir. Savannah-Hemd? Nein, da kann man nichts öffnen, leider. Dann bleibt es halt zu. Egal. Aber es passt zum Sommer, glaube ich, ne? Kurzarm, das ist wichtig. Halbwegs locker. Kann man anziehen. Erinnert ein bisschen an Gameboy, diese Schwarz-Weiß-Grafik. So, das gehen wir wieder rein. Und wie schaut das Tanktop nochmal aus? Ist dann wirklich für... Das kann man zum Trainieren eigentlich immer anziehen. Also für Krafttraining. Hier so ein Tanktop für Kraft, das ist Krafttraining, ne? Ich glaube, das ist unser Krafttraining-Tanktop. Kostet $20, ist gar nicht so billig. Da kommen die Rückenmuskeln schön zur Geltung. Sieht ein bisschen aus wie ein Unterhemd. Nein. Weil es so gerippt ist, glaube ich. Aber das ist unser Krafttraining-Shirt. Am Muscle Beach. Wenn wir genau das anziehen. So ist jetzt unser normales T-Shirt hier. Das würde auch passen, aber. Naja. Oh, wir werden hungrig. Vielleicht geht es sich morgen aus, ein bisschen am Muscle Beach, Spoochie Muscle Beach zu trainieren. Wie schaut es denn sonst aus mit Zutaten? Also wir haben noch ein paar Salate, aber nicht mehr viel. Wir haben einen Lachs und 4 Eier. Also Eier kann man sich noch zubereiten, aber für Salat schon langsam müssen wir dann wieder schauen. Wir haben aber noch, naja, das ist für Obstsalat und das ist für Gemüsesalat. Uns fehlen Zwiebeln und Eisbergsalat, glaube ich. Und für Obstsalat fehlt noch irgendeine von diesen Früchten. Eine fehlt. Apfel, Mango, Orange, Cranberry. Eine fehlt, aber ich weiß nicht welche. Mal schauen. Wir kommen normalerweise alles am Vespucci Supermarkt. Da können wir morgen beim Trainieren gleich hinfahren. Vielleicht geht dann schon das Auto. Ja, und die weitere Frage wäre, wo ist unser Moped? Ein bisschen blöd. Naja. Gut, aber für heute war es das dann. Bis morgen. Morgen gibt es ziemlich sicher einen Stream, da werden wir Bus fahren. Schauen, vielleicht ist morgen auch Einreise.
gehe davon aus. Bin unter der Woche auch schon einreisbar. Ja. Genau. Viel mehr gibt es dann nicht. Irgendwas im RDP wissen müssten. Naja, wir sind erfolgreich in unser Büro umgezogen. Bla bla bla. Bleibt mal bis Sonntag alles unverändert. Ja, Spinde ausräumen haben wir schon. Duschen gibt es jetzt endlich. Okay. Wir haben schon $30 bezahlt, weil da steht, Hime sollte man unterstützen, weil sie den Kühlschrank füllt. Also jetzt hätten wir doch die Haupthalle abschließen sollen. Ne. Egal. Wir waren, glaube ich, nicht die Letzten, die aus dem Depot gegangen sind. Haben wir irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ups.